Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger, und heute gibt es mal einen Spezialfilm, und zwar werden wir von Hoogie Woogie angegriffen, Leute, also lasst ein Like und ein Abo da, lehnt euch zurück, schnappt euch das Popcorn und let's go. Meine Freunde, wir sind hier bei uns am Haus und wir haben gerade Paul Berger und Turan hier, Leute, die sind gerade draußen vorne im Hof und ich würde sagen, wir gehen mal zu Paul Berger und Turan und fragen mal, was heute so abgeht, Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP und ich habe richtig Bock, heute was mit den Jungs zu machen. Yo, kleiner Bruder. Yo. Au. Alter, du, was machst du, Mann? Hey, du hast mich geschubst, nochmal! Jungs, was geht denn? Jungs, was geht bei. Was macht ihr? Was hast du für ein krasses Motorradtouren? Ich hab mich gekauft, wir machen Lampensplingen! Alter, ey, habt ihr noch. 3, 2, 1, los! Habt ihr noch ein. Ey! Ah, ja. Ah, das sieht so aus, als hätten die voll Spaß, Leute. Wir fragen mal, ob wir mitmachen können, so. Ey, das ist ja voll krass, was die hier geplant haben. Alter, ey, die sind ja bis nach da hinten gerade geflogen. Ey, Turan, habt ihr noch ein drittes Motorrad, das ich mitmachen kann? Bobek, hast du noch ein Motorrad geblickt? Nee, Mann, dein Fahrrad, wenn du willst. Ich hab auch kein Motorrad mehr. Ja, nee, mit Fahrrad ist Schmalspur. Dann kauf dir ein Motorrad. Geh in die Stadt, du kaufst jetzt. Ja. Ey, habt ihr nicht Bock, was anderes zu machen? Lass mal in die Stadt gehen, gucken, was heute so abgeht. Ich hab ein bisschen Anruf bekommen, ja? Ja, ich muss hoch nochmal. Ey, Leute, Mann, die schließen. Was soll jetzt? Los geht's weiter! Ey, das sieht ja. Ey, du bist voll auf meinen Range Rover gesprungen! Ich flieg weiter! Mann, pass doch mal auf, ey! Alter, ey, Turan, pass doch mal auf hier, Jungs! Ja, Entschuldigung. Vorwege, ich komm weiter! Die schließen mich einfach voll aus, Mann. Ich hab kein Motorrad, kann ich mitmachen. Das ist ja voll öde. Ey, wisst ihr was, Leute? Wir fahren einfach mal in die Stadt. Wir brauchen Turan und Paul Berger nicht. Wir fahren einfach mal in die Stadt. Was nein! Turan! Entschuldigung! Wie würdest du das finden, wenn ich in einen Tulus reinfahre, ey? Deswegen packt mein Tulus nie vor eine Lampe. Jetzt habe ich auch noch einen Kratzer im Lambo, Mann, ey. Aber wisst ihr was, wir nehmen trotzdem den Lambo, Leute, weil solange der Lambo noch da ist, werden wir den jetzt noch ein bisschen fahren. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen in die Stadt. Wir brauchen die anderen nicht, um Spaß zu haben. Wir gucken mal, was da heute so abgeht, Leute. Lasst, wie gesagt, ein Like und ein Abo da. Ja, schade, Turan, Paul Berger, ihr habt euch verändert. Schade, dass ihr kein drittes Motorrad gekauft habt für mich, dass ich mitmachen kann. Egal, Leute, wir brauchen ihn nicht. Wir haben auch so Spaß. Ab in die Stadt, Leute. Wir schauen mal, was heute so abgeht in GTA, Leute. Let's go. So, Leute, wir fahren jetzt hier einfach mal zum Würfelpark. Hier geht doch immer was ab. Hier sind doch immer so Tuning-Treffen und sowas. Wir fahren hier jetzt mal hin. Schau mal, was hier so abgeht. Schön den Lambo ausgepackt. Ey, pass mal auf, wo du hinfährst, Junge. So, Leute, was geht denn hier so ab, Mann? Hier sind doch normalerweise immer... Wow. Seht ihr das? Da ist voll der fette Lamborghini Urus, Mann. Der macht da Burnouts und so. Leute, lass mal abchecken, was da los ist. Wer ist das denn hier? Ich kenne eigentlich jeden hier mit einem Lambo in der Stadt. Das ist ja so auf Tulus-mäßig schon, wie der Urus von Turan. Wer ist das denn? Ich hab das krasseste... Yo, was geht ab, Mann? Wer bist du denn? Wer bist du? Ich hab hier dein Lambo gesehen. Schönes Auto hast du hier. Ich weiß, du hast ein scheiß Auto. Warum ist dein Auto blau? Ja, ich hab mein Auto schon immer blau. Das ist iCrimex-Lambo blau. Was für iCrimex? iCrimex kennt keiner. Mach das Auto wieder weg. Ich will, dass nicht das Blau ist, so wie meins. Hey, du bist ich hier nicht... Ich bin der krasseste in der Stadt. Alter, ist ja gut, Mann. Beruhig dich. Ich hab doch nur gesagt, dass du ein schönes Auto hast, Mann. Warum bist du denn so abgehoben? Wer bist du überhaupt? Ja, und? Wasser ist auch nass. Muss man auch nicht immer sagen. So, ich will, dass du dein Auto jetzt umfärbst. Ich bin der Einzige in der Stadt, der blau trägt. Ey, Leute, Alter, der Typ ist... Wer ist das, Mann? Der ist voll unfreundlich. Der hat mir nicht mal gesagt, wie er heißt. Ich hab ihm nur gesagt, dass er ein schönes Auto hat und der ist voll unfreundlich. Ey, wie heißt du denn überhaupt? Wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Schmalspur, natürlich. Ja, du kennst mich nicht. Ist natürlich klar. Hat er mich gerade Schmalspur genannt? Ich habe das Wort Schmalspur erfunden. Ey, dein hessischer hier Huracan, ja? Der wird nicht mehr in Blau gefahren. Haben wir uns verstanden? Ey, du hörst mir jetzt mal zu, du Schmalspur. Erstmal sag ich immer Schmalspur. Und erstmal bin ich schon blaue Lambos gefahren. Da gab's dich nicht mal. Keine Ahnung, wer du bist hier. Du bist so irrelevant. Das interessiert, wie lange es dich gibt. Du Fusselvieh, ey. Lambo weg. Hör auf, mein Lambo zu schlagen. Das nächste Mal werde ich dich auf den Lambo schlagen, dann werde ich ihn explodieren lassen. Ey, der hat mein Lambo nochmal geschrammt, ey. Ey, Leute, ich weiß immer noch nicht, wer das ist, Mann. Wer ist das denn? Kennt ihr den? Schreibt es mir in die Kommentare. Ey, der war übelst unfreundlich. Der bildet sich ja richtig krass was drauf ein, dass er ein Lambo fährt. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich werde den jetzt hier einfach mal verfolgen. Keine Ahnung, wer der Typ da ist. Irgendwie so ein komischer, behaarter, blauer, keine Ahnung was, das ist Monster oder so. Und der war irgendwie voll abgehoben, meinte, er ist irgendwie reicher, berühmter, fährt krassere Autos. So ein Idiot kann ich mal gerade ausfahren, ey. Ey, das war deine Schuld. Boah, ey, der knallt einfach Leute ab, nur weil er selbst nicht fahren kann.
Ey, der ist übelst krass und er hat mir irgendwie Verbot gegeben, dass ich mit einem blauen Lambo nicht rumfahren darf. Ich habe ja wohl zuerst meinen Lambo blau gemacht. Und das Wort Schmalspur hat er auch von mir. So, ihr Schmalspuren. Ey, der sagt das schon wieder. Weg hier. Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt rausfinden, wo der Typ wohnt, wer das ist. Wir wissen ja immer noch nicht, wie der heißt. Das werden wir jetzt alles rausfinden und dann werden wir dem erstmal eine Lektion erteilen. Ey, Leute, ich verfolge den jetzt hier schon richtig lange. Wo fährt der denn hin hier? Der fährt aus der Stadt raus. Oh, warte mal. So. Ist das da? Oh mein Gott. Boogie ist wieder da. Das sind ja denn seine Securities da hinten. Ja, macht mal Platz, ihr Schmalspuren. Der disst ja selbst seine eigenen Securities weg und er fährt hier die Auffahrt hoch. Leute, da oben muss irgendwo sein Haus sein. Ich glaube, der Typ hat echt eine krasse Villa. Also keine Ahnung, der Typ ist zwar echt unfreundlich, aber ich glaube, bei dem läuft wirklich gut, wenn er hier so eine Villa hat und so Securities. Und selbst seine eigenen Securities macht der dumm an. Was hat er gerade gesagt, Leute? Hoogie Woogie ist wieder da? Wer ist das denn? Oha, der Security hat einfach den Bauarbeiter da umgeschlagen. Alter, wisst ihr was, Leute? Ich versuche jetzt mal ein bisschen rauszufinden hier was mit den Securities. Ich werde mal mit denen kurz reden. Ich mache mal irgendwie wie so ein Tourist, als hätte ich mich verirrt so. Ja, guten Tag, hallo. Stopp. Zurück. Ist hier das Krankenhaus? Ist hier das Krankenhaus? Bitte wechseln Sie sofort die Straßenseite. Geht's jetzt zum Krankenhaus hoch? Hallo. Ich muss sie mitnehmen. Ey, lass mich runter. Nimm mich ja hier direkt mit. Nein, ich bin nur ein Tourist hier. Ich kenne mich nicht aus. Ich suche das Krankenhaus. Wo ist das Krankenhaus? Hören Sie mir zu. Das Krankenhaus in der Stadt hier. Privatzone. Aha. Privatzone. Sie dürfen hier nicht reingehen. Haben die verstanden? Und wer wohnt hier? Hoogie Woogie. Hoogie Woogie. Wer ist das? Wer ist denn Hoogie Woogie? Wer ist das? Kenne ich nicht. Sie kennen Hoogie Woogie nicht? Nee, ich kenne keinen Hoogie Woogie. Aber ich dachte, Sie sind ein Fan von ihm, weil Sie auch ein blaues Auto haben. Aber nee. Nein, ich hatte... Ey, warum denkt jeder, dass ich das ihm nachgemacht habe? Ich hatte zuerst ein blaues Auto. Wer ist dieser Hoogie Woogie? Also ich bitte Sie jetzt, das Gelände zu verlassen. Dankeschön. Ja, okay. Leute, Mann, okay. Wir müssen noch mehr rausfinden. Und vor allem will ich da reinkommen und dem Typen eine Lektion erteilen. Lass mich mal rausfinden, wie ich da reinkomme. Also wir haben hier unten direkt mal zwei Securities. Vielleicht kann ich die ausschalten und mich da reinschleichen. Weil ich glaube, dieses gesamte Anwesen da oben ist auf so einem Berg drauf. Da kann man auch nicht mit dem Lambo einfach hochfahren. Da bräuchte ich, wenn, schon ein Heli oder sowas. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich werde mich da jetzt einfach mal reinsneaken. Wir werden als allererstes mal den Lambo hier unten verstecken, damit das hier nicht so auffällt. Oh, Leute, guck mal, da vorne ist auch gerade ein Krankenwagen wegen dem Bauarbeiter, die ihn da umgeklatscht haben. Das ist schon mal ein ganz gutes Ding. Vielleicht kann ich mich jetzt hier so ransneaken. Okay, zwei Securities. Ich muss irgendwie einen Moment abwarten. Okay, einer geht gerade nach vorne und geht zu den Sanitätern. Okay, der ist da alleine. Warte mal, ich werde jetzt nochmal kurz fragen so. Ja, guten Tag. Sind Sie ganz sicher, dass hier nicht das Krankenhaus ist? So, weg. Oh, Leute, ich muss den ganz schnell wegmachen. Ich muss den ganz schnell hier wegtragen, bevor der andere das sieht. So, weg. Oh, perfekt, Leute. Ich habe ihn da einfach über die Mauer drüber geworfen. Okay, wir passen jetzt kurz auf, wenn der andere wieder zurückkommt. Okay, der ist da noch am Krankenwagen. Alexander! Ja, wo ist Stepan? Wo ist der? Der ist einfach verschwunden, ich weiß nicht. Oh nein, jetzt sind da ja wieder zwei. Jetzt sind da ja wieder zwei Leute. Der Krankenwagen ist wegen dem komischen Bauarbeiter wieder da. Ich muss mich hier reinschleichen. Ja, warte, ich kümmere mich um die. Ja, ich guck mal auch rein. Okay, warte, das ist der perfekte Moment. Ich renne jetzt hier einfach hoch. Ey! Oh nein. Haben die mich gesehen? Oh nein, der rennt mir hinterher. Scheiße, Mann, die haben mich gesehen. Bleib ich hier stehen. Nein, Leute, die haben mich gesehen. Scheiße, Mann, wisst ihr was? Ich werde die einfach abknallen. Ist mir egal. So, und... Stück Scheiße, lass mich jetzt hier. Wo ist der andere? Wo ist der zweite hin? Keine Ahnung, wo der ist. Egal, wir haben den Typen abgeknallt. Okay, wir gehen jetzt hier hoch. Wir werden uns jetzt diesen Hoogie Woogie schnappen und uns bei dem rächen, weil der uns so angemacht hat. Holy moly, Alter. Was hat der für ein riesiges, großes Anwesen? Was für eine fette Villa? Da ist noch einer. So, perfekt. Ach du Scheiße, Mann. Wie viele Securities hat der? Okay, wir haben hier schon zwei beiseite. Da ist noch einer. Wir werden ja, glaube ich, angegriffen irgendwo. Oh, nein. Hier redet jemand. Da oben ist noch einer. Wer gibt dich? Du hast keine Chance. Komm doch raus, Junge. Ah, hab dich überlichtet. Hey, wie heißt du? Wie heißt du, Mr. Security? Mein Name ist Jamal. Jamal. Alter, warum helft ihr überhaupt diesem Hoogie Woogie? Der behandelt euch doch wie Scheiße. Und der bezahlt uns gut. Das ist keine Schmalspur, so wie du. Okay, das war das Letzte, was du sagen wirst. Niemand nennt iCrimex eine Schmalspur. Krass, Mann. Also, wer auch immer dieser Hoogie Woogie ist, man muss ihm sagen, oder man muss ihm lassen, er hat wirklich eine fette Villa hier. Wir haben jetzt, glaube ich, schon mal die meisten Securities ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob hier in dem Haus noch welche... Oh mein Gott, da vorne läuft noch einer. Versuchen uns jetzt erstmal ins Haus reinzuschleichen. Leute, ich will wissen, wo dieser Hoogie Woogie seine Garage hat, wo sein... Da läuft er.
Ich will ihm Autos klauen, Leute, um ihm eine Lektion zu erteilen. Vielleicht kann ich ihn irgendwie bedrohen und herausfinden, wo seine Autos geparkt sind. Okay, da vorne ist noch ein Security. Ich werde mich mal ein bisschen an ihn ransneaken. Okay, das muss man dem Typen wirklich lassen. Hier hat er Goldplatten hängen. Hat der irgendwie auch Musik gemacht oder so? Leute, aber egal, wie gut bei jemandem läuft, man darf nie abgehoben sein. Oh, perfekt, der ist am Schlafen. Der ist am Schlafen. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie würdet ihr machen? Sollen wir den Typen jetzt direkt mal erpressen? Oder soll ich erst ein paar Autos klauen, bis er es merkt und ihn dann erpressen? Wisst ihr was? Wir lassen ihn hier mal schlafen und wir werden erstmal Autos klauen. Haha. Oh, da ist noch einer. So, weg mit dir. Oh, oh. Ist er gerade wach geworden? Nee, zum Glück habe ich Schalldämpfer. Zum Glück habe ich Schalldämpfer. Okay, perfekt. Wir gehen weiter. Ich werde ihm erst ein, zwei oder vielleicht auch drei Autos klauen. Und dann können wir ihn ja immer noch erpressen, Leute. Weil wir können ja auch nur ein Auto fahren. Wenn ich ihn jetzt direkt erpresse, dann kann ich ja nur ein Auto klauen. Und ich will ihm ja richtig viele Autos klauen. Okay, hier scheint die Garage zu sein. Wir brechen hier ein. Okay, Garagentor ist auf. Oh mein Gott. Alter, was hat der denn hier? Was hat der hier für eine kranke Garage, dieser Hookie-Wookie? Blaue Lambos, blaue G-Klasse. Okay, die gelben Felgen sind zwar ein bisschen hässlich, aber passt halt irgendwie zu seinem Outfit mit diesem Blau-Gelb. Und allein dieser Ausblick, dieser Panoramablick hier, was ist das für ein krankes Haus, Mann? Oh, heftig. Leute, welches Auto sollen wir ihm zuerst klauen? Wisst ihr was? Ich werde ihm zuerst mal hier den Lambo wegnehmen. Haha. So, Leute, wir steigen jetzt hier mal ein. Oh mein Gott, was ist das? Alarm! Alarm! Oh nein, 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 nein! Tote machen hier, bitte alle Einheiten umschalten. Ach du Scheiße, Mann, ach du Scheiße, Mann! Oh, ich höre Funksprüche, Oh nein, 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 die schießen auf mich! Scheiße, Mann, weg hier, die haben mich bemerkt, die Wachen von diesem Hoogie-Woogie. So, weg. Aktiviere Laserüberwachungssystem. Oha, was für, Alter, die haben Laserwaffen! Okay, Raketenabwehrgeschütze aktiviert. Oh nein, 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 nein. Okay, ich muss schon. Oh mein Gott, die schießen hier sogar Raketen auf mich. Okay, ich muss diesen Hookie-Wookie schon lassen. Er hat krasse Wachen. Aber komm. Tor, geh auf. Wir haben das erste Auto geklaut, Leute. Shit. Oh mein Gott, ich muss die Autos hier irgendwo verstecken. Wo kann ich die am besten verstecken? Wisst ihr was? Ich werde mal kurz Touren anrufen. Der kann mir vielleicht helfen oder hat vielleicht eine Idee, wo ich hier diese geklauten Autos unterbringen kann. So, kurz Handy rausnehmen. Yo, Touren, hallo? Ja, hallo? Ey, Touren, bist du noch mit Paul Berger am Rampenfahren? Nein, ich bin wieder nach Hause gefallen. Okay, du, ich klaue hier gerade von irgendwie so einem Hoogie-Woogie-Autos. Der war voll unfreundlich. Kannst du da vielleicht direkt so einen Händler irgendwie vielleicht im Ausland klären, dass wir die Autos direkt verschiffen, weil die ist Fehlerware, die werden gesucht. Ah, gesucht. Ja, komm, bringen Sie zur Hafen. Ich werde da hinten ein paar Container stellen. Okay, super, danke dir, Touren, tschüss. Mach gut. Okay, Leute, Touren hat gesagt, ich soll den Wagen zum Hafen bringen, dann kann er den direkt verkaufen und wir machen Geld und haben diesen Hoogie-Woogie noch eine Lektion erteilt, Leute. Ab geht's zum Hafen. Ey, Leute, wir sind jetzt hier im Hafen angekommen. Touren meinte, ich soll das hier wie immer in den Garagen positionieren. Ich weiß, dass Touren hier so ein Garagenhaus gemietet hat. Wisst ihr was? Wir werden das Fahrzeug jetzt hier einfach mal abstellen. Touren wird schon wissen, was damit zu tun ist. Ich hoffe, der kann den Wagen gut verkaufen. Wir kriegen viel Geld damit. Und ey, hier ist direkt noch ein Auto von Touren. Ein Rolls-Royce, wisst ihr was? Touren hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns den ausleihen, um direkt wieder zu diesem Hoogie-Woogie zu fahren und den wieder hochzunehmen. Allerdings, Leute, müssen wir jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Und zwar, der Alarm ist ja leider angegangen. Also, die haben mich bemerkt, die werden jetzt auf jeden Fall besser aufpassen. Und ich sage euch ehrlich, ein Auto reicht mir noch nicht. Der Typ war so unfreundlich, ich will den noch mehr hops nehmen. Wir gehen da wieder hin und klauen dem mindestens mal noch ein, zwei mehr Autos. Abfahrt wieder ab zu Hoogie-Woogie, Leute. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier wieder bei diesem Haus von dem Hoogie-Woogie angekommen und ich habe mir eine richtig gute Taktik überlegt. Und zwar, ich werde die hier ein bisschen auf taktisch schon mal wegsnipen. Weil das Ding ist, ich kann mir vorstellen, jetzt sind die natürlich in Alarmbereitschaft und wissen, dass hier jemand die Autos klauen will, Leute. Irgendwie liegt hier noch eine tote Wache. Alter, die haben jetzt sogar drei Wachen hier unten direkt allein am Tor. Alter, ich weiß nicht, wie viele Wachen die allein oben haben dann. Okay, wisst ihr was? Ich muss die irgendwie wegsnipen. Wir müssen da reinkommen. Wir werden es jetzt einfach mal machen hier. 3, 2, 1 und... Alter, nice. Oh nein, der eine steht wieder auf. Okay, perfekt. Die Wachen unten sind weg und ich glaube, niemand hat auch Alarm hier geschlagen. Weil zumindest höre ich hier keine Schüsse oder Alarm oder sowas. So, perfekt. Das heißt, wir werden jetzt auf das Anwesen eindringen, Leute. Okay, komm. Oh, warte mal, da unten läuft einer runter. Nein. Ich habe gerade gesehen, dass da einer am Runterlaufen ist. Irgendwas hat sich hier gerade bewegt. Warte, da läuft jemand. Oh, wenn der hier gleich die toten Wachen sieht, dann wird der Alarm schlagen. Wir müssen ihn schnell ausschalten. Zack, weg, Leute. Okay, perfekt. Jetzt werden wir da schnell reingehen. Schnell, Leute. Wir müssen jetzt schnell machen, bevor der Alarm angeht. Nicht, dass die jetzt beim nächsten Mal sogar die Polizei oder so rufen. So, komm. Diesmal brettern wir direkt auch mit dem Rolls-Royce rein. Scheiß, Leute. Scheiß drauf auf den Rolls-Royce. So ein Auto von dem Hoogie-Woogie ist bestimmt mehr wert, Leute, auf dem Graumarkt. So. Komm. Hier schnell rein. Perfekt. Noch kein... Oh,
Nein, 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 da vorne ist jemand, da vorne ist jemand. Okay, wir werden jetzt ohne Auto weitergehen. Wir werden jetzt ohne Auto. Oh, nein, 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 nein! Alter, fast hätten die mich bemerkt. Da ist noch jemand. Okay, wieder nächsten ausgeschalten. Check, check. Oh, nein, 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 da ist jemand! Scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann. Okay, perfekt, perfekt, hat er. Ich hoffe nicht, dass jetzt Alarm hier angegangen ist. Das war gerade schon laut. Aber es scheint hier alles ruhig zu sein, Leute. Wo ist dieser Hugi-Wugi? Da vorne. Ich glaube, diesmal sind richtig viele Wachen im Einsatz. Ich habe eine neue Taktik. Wir werden einfach uns diesen Hugi-Wugi schnappen. Ich werde ihm eine Knarre an den Kopf halten und werde einfach damit meinen Weg rauskämpfen, weil niemand wird auf mich schießen, wenn ich diesen Hugi-Wugi als Geisel habe. Da vorne läuft noch jemand. Okay, wir sind da vorne. Er hat sogar einen Leibwächter jetzt. Ich werde diesen Leibwächter einfach direkt abknallen. Einen Schuss in den Kopf. So, du weißt... Oh. So, Hugi-Wugi, Hände hoch, du Stück Scheiße. Du Schmalspur hier schon wieder. So, du nennst mich Schmalspur? So, warte. Du nennst mich Schmalspur, oder was hier? Aua, aua. Oh, so. Hör auf, ich bin Wugi. Ist mir scheißegal, wer du bist, so. Niemand nennt mich Schmalspur. Ich bin aber krasser als du, darfst sowas gar nicht machen. Ist mir doch egal, Junge. Ist doch egal, wer krasser ist oder wer nicht. Es gibt immer jemand Krasseres. Aber du musst doch nicht hier jeden beleidigen, nur weil bei dir läuft, ey. Ja, aber du bist ein Nichtsgönner. Du hast mein Blau nachgemacht. Bist du doof, Mann? Ich hatte mein Blau schon vor dir, Alter. Wer bist du überhaupt? Ich bin Hugi. Ich bin der reichste Mann Los Santos durch mein Spiel. Was denn für ein Spiel, Mann? Wie heißt das Spiel? Was denn? Poppy Playtime natürlich. Poppy, Leute, kennt ihr das Game? Irgendwie soll der dadurch voll reich geworden sein. Ist mir egal, wer du bist. Ganz ehrlich, guck mal, ich bin auch bekannt und hab Geld so. Und deswegen musst du noch nicht scheiße zu anderen Menschen sein. Weißt du, was ich machen werde? Was denn? Ich werde den größten Mafia-Boss Geld geben, dass er dich erledigt. Ja, der größte Mafia-Boss aber Touren und er ist mein bester Freund. Wie denn? Niemals wird er mit so einer Schmalspur wie mit dir abhängen. Jetzt reicht's mir hier aber mit Schmalspur. Ah, so, du gehst jetzt schlafen, Alter. Ah. So, perfekt, Leute. Wir haben den Typen ausgenockt und ich werde mir jetzt einfach wieder auf entspannt sein. Nächstes Auto klauen, Leute. Aber, oh, da vorne ist noch eine Wache. Ja, wir gucken mal. Wir müssen aufpassen, dass hier kein Alarm angeht. So, erstmal wieder schön zu der Garage. Da war auf jeden Fall noch eine schöne G-Klasse. Und, Leute, wisst ihr was? Wir nehmen ihm seinen Urus mal weg. Ich glaube, das wird ihm richtig wehgetun, weil er auch vorhin mit dem Urus unterwegs war. So, ne? Leute, merkt euch das immer. Egal, wie krass bei euch läuft, egal, wie cool ihr seid oder keine Ahnung, sonst was, vergesst niemals, wo ihr herkommt und Geld macht euch auch nicht zu besseren Menschen. Und deswegen werden wir diesem Hugi-Wugi jetzt mal hier eine Lektion erteilen und ihm einfach mal seine Autos wegnehmen. Dann schauen wir mal, wie cool er ist, wenn er einfach seine Sachen mal verliert. Mal gucken, ob er dann immer noch so coole Sprüche macht. So, Leute. Oh, Leute, Leute. Nein, hä? Was? Wir haben 5 Sterne bekommen. Irgendeine Wache hier muss Alarm ausgelöst haben. Irgendjemand muss hier Alarm ausgelöst werden. Haben. Oh, komm, 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 komm. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier. Oh! Gib mir mein Auto! Oh, Hugi, scheiße, Hugi. Scheiße, Mann, Leute. Der hat keine... Oh mein Gott, die schießt auf mich. Dieser Hugi-Wugi schießt auf mich. Ja, beiseite, Junge. Dein Auto habe ich dir weggenommen. Dein Lieblingsauto, dein Toulouse. Der Touren ist der Einzige, der Toulouse fährt. Oh, 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 Leute. Oh, oh, Alarm ist an, der Alarm ist an, der Alarm ist an. Wir haben 5 Sterne. Scheiße, Mann. Ach, du Kacke, Mann. Oh mein Gott, was hat er hier für Alarmsysteme und so? Alter, der schießt Raketen auf mich. Der hat ein Raketenabwehrsystem oder sowas. So, Polizeiverfolgung eingeschaltet. Polizeiverfolgung eingeschaltet. Oh, 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 Leute, ich höre Polizeifunksprüche. Das ist gar nicht gut. Wir müssen hier weg, wir müssen runtertauchen. Mit der blaue Lamborghini rechts ranfahren, wir öffnen den Schussfeuer. Niemals! Oh, scheiße, Leute, die wollen auf mich schießen. Alter, nein, hier kommt sogar schon Spezialeinheit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, 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 Kickdown, Kickdown. Sie haben keine Chance zu entkommen. Nein, Leute, niemals, ey, wir kriegen bestimmt voll viel Geld für das Auto. Oh mein Gott, wie viel Polizei ist hier im Einsatz? Wenn die wüssten, was dieser Hugi-Wugi für ein Idiot ist, würden die dem nicht so helfen. Shit, 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 Leute, ich werde jetzt hier einfach ein bisschen Offroad fahren, einfach ein bisschen Offroad hier weg. Ey, warum schießen denn immer noch Raketen auf mich? Was sind denn hier für Raketen im Einsatz? Oh, Alter, Alter, die Polizei, die gibt ja echt alles. Die Polizei, die gibt ja hier echt alles, um einen aufzuhalten. So, komm, 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 komm. Ach du Scheiße, Mann, ach du Scheiße. Wisst ihr was? Ich hab eine Idee, wie wir die Cops loswerden. Und zwar, ich werde einfach mal meinen guten Kumpel Russak anrufen. Der arbeitet doch beim FIB. Yo, Russik. Yo, was geht, Max? Bro, ich habe hier gerade ein bisschen Probleme mit ein paar Kollegen von dir. Könntest du vielleicht den Haftbefehl für mich kurz löschen in der Datenbank? Was hast du für ein Auto? Ich bin gerade in so einem blauen Lamborghini Urus unterwegs mit gelben Felgen, frag nicht. Okay, warte und weg, ja. Oh, danke, Russak. So, Leute, wir haben das Auto geklaut. Russak hat uns geholfen, das Fahndungslevel loszuwerden. Wir haben somit das zweite Hugi-Wugi-Auto. Hä? Was hat Touren mir denn hier reingestellt?
Alter! Ey, Tuan, größter Ehrenmann. Er hilft mir hier einfach für die Einbrüche und hat mir hier irgendwie so ein Panzerfahrzeug gegeben. Lol, Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, Leute, ich bin einfach kugelsicher unterwegs damit. Wisst ihr was? Das letzte Hoogie-Woogie-Auto werden wir jetzt ganz schnell klauen. Ich werde einfach mit dem Panzerfahrzeug da reinbrettern. Da können die Security so viel auf mich schießen, wie die wollen. Und dann werden wir diesen Hoogie-Woogie jetzt einfach nochmal eine richtige Lektion erteilen. Er hat es mit dem Falschen angelegt. Er hat den falschen Schmalspur genannt. Eine Schmalspur kommt nämlich nicht mit einem Panzer angefahren und klaut ihm all seine Autos. So ein Ding ist das. Leute, Kuss geht raus an Touren, dass er mir hier so einen Panzer reingestellt hat. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt das letzte Auto von dem Hoogie Woogie und zwar seine G-Klasse. Und dann ist der Typ, glaube ich, komplett gebrochen, Leute. Let's go. So, Leute. Hä? Hier unten sind ja gar keine Securities. Ich dachte, das wird hier immer nur schwieriger. Okay, vielleicht ist er ja irgendwie schon... dieser Hoogie Woogie schon irgendwie gebrochen und schon am Ende hat keine Securities mehr oder was hier. Oder Leute, er hat alle oben hingestellt, um oben besser aufzupassen. Könnte natürlich auch sein. Wir fahren jetzt hier einfach mal auf das Grundstück. Oh, da ist der erste. Alter! Der schießt direkt mit einer RPG auf mich. Bam! Ey Leute, zum Glück habe ich hier dieses Panzerfahrzeug. Mit einem normalen Auto wäre ich jetzt explodiert. So, den ersten haben wir schon mal beiseite geräumt. Alarm! Oh mein Gott, Leute! Alarm! Alter! Ist hier. Oh nein, 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 nein! Alter, die haben Minigun, schieß auf mich! Und ich habe 5 Sterne bekommen! Bam! Hier, beiseite mit dir, Junge! Zum Glück haben wir so ein Panzerfahrzeug, die können ja auf mich schießen, wie die wollen. Juckt mich nicht. Granatensystem. Warte mal, ich höre hier schon wieder Granatensystem. Aber egal, wir fahren jetzt einfach mal runter. Wo ist dieser Hoogie Woogie? Wo ist dieser Hoogie Woogie? Er nähert sich zur Garage, er nähert sich zur Garage. Oh, 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 oh. So, wir fahren jetzt hier runter, wir fahren Achtung, hier runter. Achtung. Alter, oh mein Gott, die haben hier sogar Sprengkörper versteckt. Ey, Leute, da ist dieser Hoogie Woogie. Ah, oh, scheiße, mein Panzer ist kaputt. Meine Autos in Ruhe. Mein Panzer ist kaputt, der fährt nicht mehr. Oh, oh, nein, Leute, wir müssen hier gleich aussteigen. Wir müssen warten, wenn er, bis er nachladen muss, dann können wir aussteigen hier. Alter, der verteidigt sein Auto höchstpersönlich. Okay, okay. Ich werde dich zerstören. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der meint's richtig ernst, Leute. Wir müssen weißt ihn vielleicht mit Tränengas. Komm raus! Oh mein Gott. Wisst ihr was? Ich werde ein bisschen Tränengas nach da hinten werfen. Oh mein Gott. So, hier, frisst Tränengas, Hoogie Woogie. So. So, du Idiot. Oh, oh nein, oh, was da hinten? Komm noch. Hey, da ist noch mein Molotow-Cocktails. Okay. Meine Augen, meine so, Hoogie Woogie, jetzt runter! Runter mit der Waffe! Nimm du die Waffe runter! Okay, weißt du was, Hoogie Woogie? Wir klären das wie Männer mit einem Boxkampf. Komm! Ich klär, darauf habe ich lange gewartet! Oh, scheiße, Mann! Oh, der hat einen guten Schlag, der hat einen guten Schlag, hä? Pa! 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 Na, ist das alles, was du drauf hast, Hoogie Woogie? Pa! Pa! Oh, da hinten, komm mal her! So, komm, ist das alles, was du kannst? Das alles, was du kannst, hä? Pa! Pa, pa. So, nenn mich nicht Schmalspur, du Idiot. Perfekt, Leute. Und wisst ihr was? Jetzt klauen wir ihm sein letztes Auto. Und let's go! Leute, wir haben diesem Hoogie Woogie einfach jetzt alle seine Autos abgezogen. Jetzt müssen wir nur noch hier entkommen. Und lol, Leute. Oh mein Gott, wie viele! Ach du Scheiße, der hat eine riesige Armee. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Egal, kommen wir auch nicht ab. Ach du Scheiße, die haben mir einen Platten geschossen. Komm, 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 komm. Wie viele Securities hat der Typ denn auf einmal? So, komm, 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 wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Aber ich glaube, die Polizei hilft ihm auch nicht mehr. Russack, der Ehrenmann hat uns geholfen. Wahrscheinlich hat er seinen Leuten gesagt, dass die hier gar nicht mehr gucken sollen, bei der, wenn hier der Alarm angeht. Dass die Polizei dann hier gar nicht mehr hinkommt. Ehre, mit den Freunden, Jungs. Tuan hilft mir, Russack hilft mir. Let's go. Und wir haben das letzte Auto von Hoogie Woogie geklaut. Wir haben ihm eine Lektion erteilt. Wir können die Autos jetzt verkaufen, machen noch ein bisschen Plus damit, ein bisschen Schnapp machen. Und ich glaube, der Typ ist in Zukunft nicht mehr so abgehoben, ja. So ein Ding ist das einfach. Niemand nennt iCrimex eine Schmalspur. Ey, Paul Berger, du hast wieder Unterricht. Ich kann nicht in die Schule, Max. Warum kannst du jetzt schon wieder nicht in die Schule? Ey, guck mal, das Ding ist, Dante, sagst du mir, ey, wenn ich keine Angst hatte, bin so, ich bin 83 in die Schule kommt, da kommt irgend so ein Hoogie-Woogie-Monster und ich trau mich das nicht. Hey, was redest? Paul Berger? Ja, die ganze Schule hat Angst vor so einem Monster. Genau, was der da... Ey, du willst doch einfach nur nicht schon wieder eine Ausrede, warum du nicht in die Schule gehen musst. Guck mal, das Ding ist, wenn ich in die Schule gehe und sag, nee, ich gehe heute nicht die Nacht in die Schule, dann sagt er, oh, du Angst hast, du Angst hast. Ja, aber schau mal, kleiner Bruder, ist mir egal. Ich habe heute Erledigungen zu machen, ich habe Termine, du musst jetzt in die Schule gehen. Nein, das geht wirklich nicht, Max, bitte. Paul Berger, nimm jetzt deinen Rucksack und geh in die Schule. Soll ich erst wieder Onkel Touren anrufen?
Die Mob. Hä? Was war das? Hast du die Explosion gerade gehört? Hä, was explodiert da? Hä, was ist da draußen los? Warte, komm, geh raus, kleiner Bruder. Hä, hier explodiert ja alles, mein Grill. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, dein Crime-Man. Ey, das ist dieser Hookie Wookie. Meine Autos, mein Lambo. Alter, das ist das Monster? Das war dieser Hookie Wookie. Ja, sag ich doch, Mann. Und du willst mich in die Schule schicken. Ey, Leute, dieser Hoogie Woogie hat gesagt, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Bestimmt, weil ich letztes Mal seine 3 Autos geklaut habe. Scheiße, Mann, ey. Ey, mein Lambo, mein Range Rover, der hat all meine Autos kaputt gemacht. Ey, das... Ey, Leute, ich werde mich rächen bei dem. Wir werden diesen Hoogie Woogie fertig machen. Schreibt mal in die Kommentare, was wir machen sollen. Lasst ein Like und ein Abo da. Sollen wir Touren anrufen? Ey, Paul Berger, Mann, hast du noch irgendein Fahrrad oder so, dass wir zumindest irgendwo hinfahren können? Der aber Golfkart, guck mal. Ah, stimmt, wir haben noch das Golfkart. Ey, lass mal zu Touren fahren, ehrlich. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich brauche erstmal Waffen, ich brauche Autos, ich werde mich mit dem anlegen, ich werde ihn fertig machen. Du wolltest mich in die Schule schicken gerade, ich habe dir doch gesagt, das ist ein Monster. Ja, ist, ja, okay, du hast recht. Willst du heute mit mir Hoogie Woogie aufhalten, Paul Berger? Ja, okay. Okay, sehr gut, dann lass erstmal zu Onkel Touren fahren. Wir brauchen erstmal ein Auto und wir brauchen Waffen. Ich weiß zum Glück, wo der wohnt, den werden wir fertig machen, ey. Ey, Leute, ich sag euch, wie es ist, man stellt sich nicht zwischen iCrimex und seine Autos. Das macht man nicht. Aber jetzt erstmal ab zu Touren, Leute. Let's go. Ey, Mann, voll peinlich. Jetzt fahre ich hier mit Touren zu einem Golfkart, ey. Ah, scheiße. Voll Schmalspurauto hier. Ach, ey. Aber egal. Onkel Touren wird uns bestimmt helfen. Der wird mir bestimmt was geben. So, hier. Ey, okay. Komm, kleiner Bruder. Wir müssen uns hier direkt Waffen und so schnappen. Ja. Let's go. Komm. Ab zu Touren. Hallo? Ey, yo, Touren, was machst du denn hier? Ja. Oh, ich hab einen Termin. Warte, bevor du zu deinem Termin fährst. Ey, ich hab Krieg, Mann. Es gibt Kriegtouren. Wir wurden angegriffen. Mein Lambo wurde zerstört. Oh, verdammt. Ich muss unbedingt los. Ja, alles gut. Du kannst deinen Termin wahrnehmen. Das ist, hast du schon mal von diesem Hoogie Woogie gehört? Ach so, ja, klar. Zung hat immer mit dem gespielt früher. Das ist voll der Penner, dieser Hoogie Woogie. Der war voll abgehoben zu mir, dann habe ich seine Autos geklaut und jetzt hat er mein Haus in die Luft gejagt und meine Autos zerstört. Wie? Oh, ja. Mein Sohn Zung hat mit dem jetzt 2 Monate lang Sommercamp zusammen. Ah, deswegen ist dieser Hoogie Woogie bestimmt zu krank wegen Chung. Also, verdammt. Ja, weg mit Zung, ich will das schnappen. Alles gut, Tuan. Du wärst mir schon eine Riesenhilfe, wenn. Kannst du mir eine Waffe geben und. Ja, ein du Auto? Weißt, wo mein Waffenlaum ist, oder? Okay, ja, und krieg ich noch ein Auto? Weil ich habe. Ja, hol dir irgendeins von denen hier. Gar kein Problem. Okay, kannst ey, Tuan, Ehrenmann, danke dir. Und Paul Berger! Ja! Hör auf der Bruder! was hab ich getan? Hast du gehört? Du musst auf mich hören, Paul Berger. Okay, komm. Wir gehen jetzt erstmal in den Waffenraum von Touren und da werden wir uns erstmal ein paar Waffen holen. Vielleicht eine schöne Minigun oder so. Und dann werden wir diesem Hoogie Woogie mal eine Lektion erteilen. So. Ja. Ja, und Paul Berger, bist du jetzt glücklich, dass du nicht in die Schule musst? Ja, schönes Wetter. Aber heute ist eine Ausnahme. Morgen gehst du wieder in die Schule. Das nur, weil wir heute angegriffen wurden. Kannst du auf die Entschuldigung schreiben? Ich habe Bauchschmerzen. Ja, kann ich draufschreiben. Aber warte mal, geh mal kurz zurück. Ich muss hier den Raum aufbrechen. Ich habe gar keine Waffen. Ich muss hier die Tür auftreten. Warte. Ah, Alter, das ist ja immer hier hinter dieser Holztür versteckt. Und, oh, Leute, Tuans geheimer Waffenraum. Paul Berger, rüste dich hier voll aus. Nimm alle Waffen. Zack, hier ein bisschen was nehmen. Und hier, oh, Leute, guck mal, hier wird seine Minigun-Munition immer angefertigt. Hier noch Waffen, alles. Oh, hier drin ist, glaube ich, sogar eine Laserwaffe oder so. Wisst ihr was, wir nehmen alles mit. Ich will diesen Hoogie Woogie fertig machen. Oh ja, Leute, oh ja, wir sind richtig schön ausgestattet. Wir werden uns jetzt rächen für mein Lambo, mein armer Lambo, Leute. Ich bin immer noch traurig. Okay, komm, Paul Berger, wir müssen los. Ich weiß zum Glück, wo dieser Hoogie Woogie wohnt. Wir werden uns den jetzt mal schnappen. Lass uns mal überlegen. Wir haben ihm ja schon seine Autos weggenommen. Was könnte Hoogie Woogie noch mehr wehtun, wenn wir es ihm wegnehmen? Hat der Kinder? Hat der vielleicht eine Frau oder so? Familie? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Aber er hat sich mit dem Falschen angelegt. Man legt sich nicht mit iCrimex an. Und welches Auto sollen wir nehmen? Okay, Touren hat natürlich seinen Toulouse genommen. Da vorne steht noch sein Toulouse. Hat er 2? Okay, dann nehmen wir seinen 2. Toulouse. Komm, nehmen wir den hier. Komm, Paul Berger, wir nehmen den hier. Ja, ich komme. Okay, und jetzt erstmal ab zu dem Haus von diesem Hoogie Woogie. Ich weiß ja zum Glück noch, wo der wohnt. Und dann schauen wir mal, was der Typ so macht da. Ey, Leute, hier vorne ist das Haus. Ihr kennt das hier noch. Aber wir müssen aufpassen. Paul Berger, guck mal. Siehst du da irgendwelche Sicherheitsleute oder so? Letztes Mal hat der übelst viel Security gehabt. Ja, das ist das Haus von dem. Der ist irgendwie voll reich wegen seinem Spiel Poppy Playtime oder so. Ist ja richtig reich geworden. Ja, kann ich das mal spielen? Nein, Mann, wir unterstützen den Typen doch nicht. Das ist voll der Hund, ey. Ja, aber was denn das Coole ist? Paul Berger, nimm mal deine Waffe raus. Der hat, ich weiß nicht, ob der jetzt wieder Securities hat, weil ich habe die alle erledigt letztes Mal.
Aber hier waren übelst viel Securities. Okay, komm, wir stürmen hier hoch, wir stürmen hier hoch. Wenn du irgendjemanden siehst, knall ihn direkt ab. Wir werden uns den Typen jetzt schnappen als Rache. Und er muss mir mindestens mal 1 Million oder so zurückzahlen als Entschädigung für meine kaputten Autos. Komm, Paul Berger, los. Aber ey, kleiner Bruder, erzähl mal, was sagen die denn alle in der Schule mit, dass Hugi-Wugi in der Schule ist oder so? Hey, keine Ahnung, die so kommen heute 3 Uhr nachts in die Schule. Hugi-Wugi kommt nicht so, da kommt er nicht. Und, ja, der geht nachts immer in die Schule, Kinder erschrecken oder was? Ja, das ist so eine Challenge in der Schule gerade, um 3 Uhr nachts Hugi-Wugi treffen. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob wir das auch mal machen sollen mit unserem kleinen Bruder. Wenn Hugi-Mugi wirklich die Kinder in der Schule erschreckt, dann müssen wir den daran hindern. Aber egal, wir gehen jetzt hier erstmal hin. Ich sehe bis jetzt hier keinen... Warte mal, stopp, Paul Berger. Siehst du irgendeinen Security oder so? Das ist zu leise. Es hier ist Warte mal. Guck mal, da hinten. Hä, das sieht aus wie Hugi-Wugi, nur in pink. Hä, hat Hugi-Wugi vielleicht eine Frau? Hä, wir müssen ihn führen. Liebe ist die beste Waffe. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Wir entführen die Frau von ihm als Rache. Okay, komm mal, lass mal hier reinbrechen. Ich sehe keine Securities. Okay, ganz langsam, Paul Berger. Check, hier ist gesichert. Siehst du den Typen hier? Paul Berger? Hier ist keiner. Ja, warte, hier oben am Bett. Hier oben ist auch keiner. Die Frau ist gerade da hinten zur Garage hingerannt. Lass da mal. La. Hey, hörst du das? Jetzt ist Bettzeit. Warte mal, die kommt. Versteck dich, kleiner Bruder. Versteck dich. Oh. Steck dich irgendwo, geh hinter die Pflanze. La 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 la. Die darf uns nicht sehen. Oh, die läuft an uns vorbei. Komm hier um die Ecke. Komm her, kleiner Bruder. Die hat uns zum Glück nicht gesehen. Oh, ich bin so müde. Ich will sich schlafen legen. Ich glaube, das ist wirklich... Paul Berger. Ich glaube, das ist echt die Frau von diesem Hugi-Wugi. Ich weiß, wie die heißt, Max. Wie heißt die? All die Leute meinten in der Schule, das ist Kissy-Missy. Kissy-Missy? Ja, okay, aber die soll doch furchtbarer sein als der selber. Okay, lass mal ein bisschen die beobachten. Warte mal, die hat gesagt, die wollte schlafen gehen. Hier, da oben liegt die. Das Ding ist, Leute, es ist eigentlich sehr, sehr... Oh, die schnarcht voll. Es ist eigentlich sehr, sehr ehrenlos, auf die Frau von ihm zu gehen, weil die Frau hat ja eigentlich nichts damit zu tun. Mach ein Cramix kaputt, Schatz. Die sagt, er soll ein Cramix kaputt machen, sein ihr Mann. Vielleicht hat die doch was damit zu tun. Aber wisst ihr was, wir warten jetzt mal, bis dieser Hugi-Wugi nach Hause kommt. Paul Berger, lass mal hier verstecken in dem Haus von ihm. Wir warten, bis dieser Hugi-Wugi nach Hause kommt. Und dann können wir den nämlich direkt mal erpressen. Dann können wir ihm seine Frau wegnehmen. So ein Ding ist das. Für mein Lambo, Leute. Ey, Paul Berger, Mann, wann kommt denn dieser Hugi-Wugi mal nach Hause? Wir warten jetzt hier schon 1 Stunde auf dem Balkon. Und diese Kissy-Missy schläft immer noch dumm. Hä? Ich hab da hinten gerade ein Auto entlangfahren sehen, blaues. Das könnte der Hugi-Wugi sein. Verdammt, iCrimex, ich werde dich zerstören. Oh, Leute, da kommt der. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? iCrimex, ich werde dich zerstören. Okay, geht hoch zum... Oh, meine Frau ist am Schlafen. Na gut, dann lege ich mich mal zu ihr. Das wird ein erfolgreicher Tag. Er legt sich zu seiner Frau ins Bett. Er sagt, es ist ein erfolgreicher Tag, weil er mein Lambo zerstört hat. iCrimex, ich werde dich und danach deinen Bruder holen. Dann werde ich Twan zerstören und alle, die dich mögen. Ey, dieser kleine Stück Scheiße, der geht auch auf meinen Bruder und auf Twan. Ey, Paul Berger, komm, wir schnappen uns den jetzt. Jetzt hier, ja. Überfall. So. So, Hugi-Wugi, aufstehen, du Stück Scheiße. Hä? Steh auf, du Stück Scheiße. Und hier, Kissy-Missy, deine Frau. So, sag, mach besser deine Frau auch wach. Paul Berger, mach die wach, sonst müssen wir die hier gewaltsam aufwecken. Ja, was los? So. Hugi-Wugi, komm her. Hey, ein Stück näher und... Paul Berger, bedroh die Kissy-Missy, ich bedroh diesen Hugi-Wugi. Bleib stehen, Hugi-Wugi, wenn du einen Schritt näher kommst, dann greift dein Bruder deine Frau ab. Ich greife sie ab, Mann. Genau, richtig so, kleiner Bruder. So, du Stück Scheiße, Hugi-Wugi, hä? Mein Lambo, mein Range Rover, mein Haus hast du kaputt gemacht, hä? Du hast meine Autos geklaut. Ja, und warum? Weil du scheiße zu mir warst, du hast damit angefangen. Nur weil du eine Schmalspur bist und ich dich so genannt habe? Er sagt schon wieder, ey, ich bin der Erfinder von dem Wort Schmalspur. Du bist eine Schmalspur. Niemand nennt mich eine Schmalspur. Und den blauen Lambo hast du mir auch nachgemacht. Den habe ich nicht von dir nachgemacht. Ich habe das Wort Schmalspur erfunden. So, gut, okay, gut. Du willst auf cool sein. Paul Berger, gib Kissy Missy mal eine Schelle. Nein. Guck mal. So, komm, guck mal, was mein Bruder mit deiner Frau macht hier. Guck mal. So. Genau.
So, also jetzt immer noch hier frech sein, hä? So, sehr gut, sehr gut. Okay, reicht deiner, Bruder. Ich will von dir eine Entschädigung. Du hast meine Autos kaputt gemacht, mein Haus beschädigt. Ey, kleiner Bruder, reicht jetzt. Hey! Ich werd dich. Paul Berger übertreibt komplett. Paul Berger. So, erstmal trost du ja nicht meinem kleinen Bruder. So, Alter, dieser scheiß Hoogie Boogie. Leute, das Ding ist nur, schreibt mal in die Kommentare. Was soll ich mit dem machen? Wenn ich den jetzt wieder freilasse, wird er sich safe wieder bei mir rächen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit dem Idioten hier machen soll. Lass meine Frau gehen. Okay, weißt du was? Deine Frau hat nichts damit zu tun, ist okay. Paul Berger. Lass meine Frau gehen. Boah, seit wann hat der so eine Stimme? Paul Berger, Kissimissi, lässt du in Ruhe. Alles gut, wir bringen dir auch gleich hier raus. Alles gut. So. Und du gibst mir jetzt 1 Million Entschädigung für mein Haus und für den Lambo und den Range Rover, den du kaputt gemacht hast. Die sind in meinem Bugatti. Okay, dann mitkommen. Paul Berger, du passt hier auf Kissimissi auf. So, du, vorlaufen. Okay, Leute, das ist sehr gut. Ja, okay. Der Überfall funktioniert Max, gut. Ja. Sei dir nur ein gewiss. Was denn? Wenn du hier Scheiße baust, bedeutet das Krieg. Ja, wir haben schon Krieg. Hoogie Woogie. So, los zu deinem Bugatti. Ich will 1 Million haben. Als Entschädigung. Und dann lassen wir das Ganze hier gut sein, ja? Wir müssen uns hier nicht streiten. Dort hinten ist er. Wo? Lauf hin. Oh, ich bin runtergefallen. Scheiße, Mann. Er hat mich in seinen leeren Pool hier reingelockt. Nein. Jetzt geht er. Er rennt jetzt zu Paul Berger. Nein. Scheiße. Oh nein, Schöre Explosion. Nein, kleiner Bruder. Ich will die Frau gehen. Nein, scheiße. Hände hoch, Paul Berger. Oh nein. Der hat mich verarscht, Mann. Sein Bugatti stand hier vorne. Scheiße, Mann. Dieser kleine Stück Scheiße. Nein. Komm. Ey, lass deinen Bruder in Ruhe. Paul Berger! Nein, kleiner Bruder! Nein, dieser... Okay, ist okay. Ist okay, du hast meinen kleinen Bruder, dafür habe ich deine Frau. Weißt du was? Meine Frau ist mir egal. Was ist das für ein Ehrenloser? Der lässt sogar seine Frau zurück. Scheiße, Mann, Leute, ich komme da nicht hinterher. Der ist zu schnell mit seinen Riesenbeinen. Ich muss seine Frau verhören. Ich muss reingehen, ich muss irgendwie seine Frau hören. Vielleicht weiß sie, ob der irgendwo hier einen Unterschlupf hat, wo der meinen kleinen Bruder hinbringen könnte, Mann. Ich will gar nicht wissen, was er mit meinem kleinen Bruder macht. Ey, nein, Leute, schnell wieder rein. Ich hoffe, die ist noch hier in dem Schlafzimmer drin. So, Kissimissi. Was willst du? So. Wo hat dein Mann meinen kleinen Bruder hingebracht? Als ob ich dir das niemals verraten würde. Ah, du willst mir nicht verraten, hä? So, ja, hä? Genau. Ist mir egal. Wo ist mein kleiner Bruder? Meine Liebe ist stärker als dein Hass. Das ist ihre Liebe. Soll ich dir mal was sagen? Dein Mann. Was willst du? Dein Mann, dein toller Hoogie Woogie, hat gerade gesagt, du bist ihm scheißegal. Das glaube ich dir nicht. Doch, das sagst du nur, um mich zu überreden. Nein, ich habe zu ihm gesagt, dann nimm meinen kleinen Bruder, dafür habe ich deine Frau. Und hat er gesagt, meine Frau ist mir scheißegal. Der ist kein Ehrenmann. Das glaube ich dir nicht. Ja, okay, kein Problem. Ist mir egal, ob du mir glaubst oder nicht. Du sagst mir, hat Hoogie Woogie noch irgendwo ein Versteck? Hoogie Woogie, warum hat er mich so alleine gelassen? Ja, er hat damals Batman dafür ausgelöscht. Batman. Ja, was mit Batman? Was hat mit Batman zu tun? Er hat Batman zerstört und dann sein Anwesen am Sumpf geholt als Versteck. Am Sumpf? Wo ist hier ein Sumpf? Na, in der Nähe von der Militärbasis. Okay. Ich hoffe jetzt für dich. Lass mich in Ruhe! Ja, ich lasse dich in Ruhe, aber ich hoffe für dich, dass Hoogie Woogie mit meinem kleinen Bruder wirklich da ist. Sonst werde ich zurückkommen. So. Ich hoffe, er ist da und ich hoffe, er wird dich zerstören. So, sei leise, ey. Mein Gott. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben rausgefunden, dass Hoogie Woogie irgendwie hier noch einen Unterschlupf hat, wo er meinen kleinen Bruder hingebracht haben könnte. Ey, Leute, wisst ihr was? Wir müssen jetzt hier direkt los. Warte mal. War hier nicht gerade eben noch ein Bugatti gestanden? Mann, wo ist der denn hin? Wir gucken mal in die Garage von Hoogie Woogie, weil wir brauchen unbedingt ein Auto. Leute, let's go. Wir müssen da ganz schnell hin. Ich will nicht wissen, was er mit meinem kleinen Bruder macht. Bestimmt was Ähnliches, was ich gerade mit seiner Frau hier gemacht habe, Leute. Bestimmt wird der hier auch verhört oder so. So, komm, schnell. Hier, Garagentor, geh auf. Wir brauchen Autos. Ey, Mann. Hier ist ja kaum noch was. Ah, aber der Bugatti, Leute. Perfekt. Ja gut, ich habe ihm ja auch alle Autos geklaut. Normal ist hier nicht mehr viel. Aber hier ist der Bugatti. Perfekt, Leute, wir schnappen uns den. Komm. Und let's go! Okay, Leute, wir fahren jetzt mal in die Nähe von der Militärbasis. Irgendwie bei dem Sumpf, hat die gesagt, da soll er einen Unterschlupf von Batman geholt haben.
keine Ahnung, wo das sein soll. Wir müssen es rausfinden, Leute. Let's go. Okay, Leute, ich bin jetzt hier in der Nähe von der Militärbasis. Hier ist ja dieses Sumpfgebiet. Oh, 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 oh Gott. Ey, wie fahre ich hier? Wie fahre ich hier? Oh, oh. Okay. Hä? Das hat eine Sprungtaste. Das hat hier so eine Fliegfunktion, das Auto von Hoogie Woogie. Okay, perfekt. Das hat uns gerettet. Kein schlechtes Auto. Vielleicht glaube ich das auch noch. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Nähe von der Militärbasis. Und hier ist das Sumpfgebiet daneben. Ich muss hier mal irgendwie runterfahren. Wo könnte das sein? Okay, hier unten ist so ein kleiner Weg. Lass mal hier umgucken, ob wir hier irgendwo ein Haus, eine Base oder irgendwas finden. Wo Hoogie Woogie meinen kleinen Bruder hingebracht haben könnte. Dieser kleine... Ey, Leute, der Typ, ne? Ich sag euch, das ist hier unser neuer Endgegner. Das gibt Krieg hier mit diesem Hoogie Woogie. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier leider nichts. Warte mal, da vorne. Da vorne ist was. Was ist das denn? Ich mach mal kurz langsam. Der hat bestimmt irgendwie Securities oder sowas, die hier aufpassen. Nehm mal kurz hier das Scharfschützengewehr raus. Oh, 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 Leute. Ey, ich sehe hier Soldaten. Ich sehe hier voll die Soldaten auf dem Dach. Ey, jetzt schon 5, 6. Oh mein Gott. Okay, hier ist auf jeden Fall eine sehr, sehr stark bewachte Base. Das könnte wirklich das Ding von Hoogie Woogie sein. Und mein kleiner Bruder ist dann auch da. Hey, Leute, wir müssen da irgendwie näher ran. Wir müssen uns da irgendwie reinsneaken. Wir müssen das leise machen. Ganz leise müssen wir die Securities ausschalten. Wir fahren hier mal hin, Leute. Schön hier den Bugatti verstecken. Ganz unauffällig. Okay. Ich sehe hier keinen Sekunden. Okay, da vorne sind 3 bei dem Helikopterlandeplatz. Hier in der Einfahrt ist keiner. Das ist schon mal gut. Ich muss die 3 da vorne irgendwie ausschalten. Wir nehmen mal hier Scharfschützengewehr raus. Schalldämpferwaffe. Schalldämpfer-Pumpgun für Nahkampf. Leute, das gibt jetzt hier Kampf. Wir müssen meinen kleinen Bruder wieder rausholen. Das ist der Erste, den ich hier wegsnipen werde. Okay, den werden wir uns hier schnappen, weil er Hoogie Woogie supportet. Oh nein, oh, er hat mich schon, oh mein Gott, Schwutbemerkt. Angriff. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, wie viel hat der? Schnapp ihn euch, Ich bin hinter ihm vom Bugatti aus, will ihn holen. Nein. Die anderen bleiben bei mir. Nein, wie viele sind denn hier auf einmal? Ach du Scheiße. Bei Crimex, du willst sterben. Für Paul Berger. Lass meinen Bruder in Ruhe! Sicher das Haus! Okay, ich habe hier ein paar schon erledigt. Wisst ihr was? Ich werde jetzt hier mal ein bisschen übertreiben mit Granatenwerfer da hinten reinschießen. Da kommen noch mehr! Bam! 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 Oh mein Gott, guck mal, wie viele da hinten noch auf dem Haus sind! Alter, Leute, das ist richtig Krieg. Ey, dieser Hoogie Woogie ist mächtiger und einflussreicher, als ich dachte, wenn sie da... Herzlich willkommen bei mir! Oh mein Gott, Alter, wenn sogar das Militär für ihn arbeitet. Der Typ ist krasser unterwegs, als ich dachte. Scheiße, Mann, mit wem haben wir uns hier angelegt, Leute? Oh mein Gott, zum Glück habe ich eine schusssichere Weste an. Alter, wie viele kommen hier denn? Was ist das? Okay, wisst ihr was, Leute? Ich werde das jetzt Tourenstyle machen. Für Paul Berger. So, wer ist hier, hä? Wer ist hier? Da hinten ist noch einer. Minigun Action! So, da ist noch einer. Ich höre ihn reden. Wo ist er? Wo bist du, Hoogie Woogie? Gib mir meinen Bruder wieder! Dein Bruder wird bei Scheiße. Mir schön spielen. Der wird nirgendwo spielen, außer bei mir. Da drin sind noch... Oh mein Gott, ey, wie viele sind allein noch in dem Haus drin? Okay, komm. Ihr wollt es so? Gut, niemals mit iCrimex oder mit Tuan oder mit meiner Familie, also mit Paul Berger anlegen. Kommt her, ihr kleinen Hunde. Max, du willst deinen kleinen Bruder wieder haben. Ja, wo ist der? Wo bist du? Paul Berger, geh zu Max. Max, ich kann nicht zu dir. Hey, nein, warte mal. Ich... Willst du lieber bei mir bleiben, Paul Berger? Max hat den Bomb auf mich gemacht. Wie? Wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht. Oben. Ach, oben seid ihr. Okay, warte, ich komme hoch. Paul Berger, halte durch. Ich komme hoch. Okay, Leute, ich glaube, ich habe hier alle ausgeschalten. Oh Gott. Max, komm lieber nicht hoch. Ich habe eine Bombe auf dir. Wie, du hast eine Bombe auf dir? Oh mein... Warte mal, hier ist noch jemand. So, ey. Was? Wie asozial ist das denn? Hoogie Woogie hat meinem kleinen Bruder eine Bombe an den Rücken geklebt. Okay, Max, was willst du? Wenn du mich umbringst, geht die Bombe hoch. Mach die Waffe runter. Scheiße, Mann. Ja, ist okay. Ich mach meine Waffe weg. Mit dem Baseballschläger. Ja, ist okay. Komm zu mir. Ja, ist ja gut. Warte kurz, Katsch, komm hier irgendwie. Schwing mal. Ist ja gut. Endlich kann ich sie haben. Meine Rache! Nein. Wer hat Smashbo erfunden? Nein, ich hab's erfunden. Weißt du, was ich noch erfunden hab? Das war Paul Berger!
Ey, aua, scheiße, Mann. Paul Berger, rette dich, renn, solange du kannst. Das bringt nicht, ich hab eine Pumpe drin, Max. Weißt du was, Max? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde dich in den nehmen, dein Bruder werde ich töten. Nein, lass meinen Bruder in Ruhe. Auf Wiedersehen. Nein, lass. Nein. Nein, lass Paul Berger in Ruhe. Weißt du was? Ich werde Paul Berger umbringen an einem Ort, wo es jeder sehen kann. Nein. Das werde ich dann uploaden. Scheiß Mann. Was? Er nimmt meinen kleinen Bruder mit. Ah, Mann, scheiß Mann. Irgendjemand schießt hier noch auf mich. Wer schießt hier noch? Wo sind seine Wachen? Da hinten ist noch einer. Ey, nein. Der rennt weg. Paul Berger. Nein, der fährt weg. Scheiße, Mann. Max! Ja, ey! Was? Nein! Nein! Und ich habe kein Auto hier. Leute, er hat meinen kleinen Bruder. Und er hat gesagt, er will ihm was antun. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Wir müssen Paul Berger retten. Dieser Hoogie Woogie ist kranker, als ich dachte. Ich weiß nicht, mit wem wir uns hier angelegt haben. Schreibt in die Kommentare, was wir machen sollen. Meine Freunde, die Situation ist sehr, sehr ernst. In der letzten Folge hat Hoogie Woogie meinen kleinen Bruder mitgenommen und er will Paul Berger was antun. Wir müssen heute unseren kleinen Bruder Paul Berger retten, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich bin gerade erst wieder zu Hause angekommen. Letztes Mal hat er mich ja voll verprügelt, weil er eine Bombe an meinen kleinen Bruder gemacht hat. Also wenn ihr den letzten Teil noch nicht gesehen habt, dann checkt das auf jeden Fall aus. Leute, ich habe aber einen Plan. Ich weiß schon, wie wir meinen kleinen Bruder, wie wir Paul Berger retten können. Oh mein Gott, die Straße ist auch so rutschig hier mit dem Schnee. Wir gehen hier direkt in den Range, wo wir rein. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ich weiß nicht, was der mit meinem kleinen Bruder anstellt. Und zwar, meine Freunde, wir werden jetzt als allererstes mal zu dem Haus von Hoogie Woogie fahren, weil, Leute, ihr wisst doch noch, seine Freundin, seine Frau Kissy Missy war noch da. Und wenn er meinen kleinen Bruder entführt, dann werde ich seine Frau Kissy Missy entführen und werde ihn genauso erpressen. Er soll meinen kleinen Bruder mal wieder freilassen. Wir fahren da jetzt als erstes mal hin und werden die Frau von Hoogie Woogie erpressen. So ein Ding ist das. Tut mir zwar ein bisschen leid, weil die nichts damit zu tun hat, aber wenn ihr Mann meinen kleinen Bruder entführt, dann ist es mir egal, Leute. Ne? Man wendet sich nicht gegen die Familie. Ihr wisst Bescheid. Alter, ich kann hier kaum fahren, Mann. Die Straße ist so rutschig mit dem Schnee. Aber ich würde sagen, Leute, egal, Kickdown erstmal zu dem Haus von Hoogie Woogie. Ey, Leute, ich sollte mir echt überlegen, irgendwie ein Auto hier mit Schneeketten zu holen, solange hier so schlechtes Wetter ist in Los Santos. Aber egal. So, perfekt. Hier ist das Haus. Ich nehme an, hier sind keine Securities gerade da, weil der ist ja abgehauen. Und ich hoffe, Leute, wir treffen hier noch die Frau von ihm, diese Kissy Missy. Ich hoffe, die ist noch da und ist noch nicht abgehauen. Mal schauen, Leute. Wir gucken mal. Ist mir egal, ey. Selbst wenn ich die jetzt hier richtig bedrohen muss. Ich will meinen kleinen Bruder retten. So, oder Leute, was würdet ihr machen? Sollen wir vielleicht Touren verständigen? Aber ich will nicht, dass Touren immer nur denkt, dass ich ihn anrufe, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe oder wenn ich dann eine Hilfe brauche. Ich versuche das erstmal allein zu regeln, bevor wir Touren anrufen. So. Warte, da vorne rennt die. Ich muss schnell hier weg. Ah! Wo ist mein kleiner Bruder? Was willst du hier? Steh auf, Kissy Missy. Wo ist Hoogie Woogie mit meinem kleinen Bruder? Hä? Ich weiß es nicht. Hoogie Woogie hat Schluss gemacht. Wie, er hat mit dir Schluss gemacht? Liebt er dich nicht mehr oder was? Nein, ich liebe ihn auch nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Aha, warum heulst du dann? Weil du mir Angst machst. Du bist böse. Ich bin böse? Ah, dein toller Hoogie Woogie Freund hat meinen Bruder entführt und meinen Lambo und alles zerstört, Mann. Ja, weil du es verdient hast. Aha, ich hab's verdient. Ah, so, sag nein, mir. Du hast mich verdient. Sag mir, wo finde ich Hoogie Woogie? Wo ist er mit meinem kleinen Bruder hin? Nicht. Er erzählt mir sowas nicht. Genau wegen solchen Sachen, falls ich entführt werde. Ah, okay. Falls du entführt wurdest, das bringt mich auf eine sehr, sehr gute Idee. Alter. So, du kommst jetzt mit, du Stück Scheiße. So, du kommst jetzt so lange mit mir, bis ich meinen kleinen Bruder wieder bekomme, ja? Okay. So, hier, steig ein, los, steig in das Auto ein, ja, mach keine Faxen. So, Leute, wir haben jetzt die Freundin. Das wirst du bereuen. Ja, du wirst einiges bereuen. Mein Ex-Freund wird dich kaputt machen. Aha, okay. Leute, wir haben jetzt Kissy Missy. Und Leute, wir müssen irgendwie was aus der rausprügeln. Ich will, Leute, ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich kein Fan von Gewalt. Aber ich kann nicht zulassen, dass meinem kleinen Bruder irgendwas passiert. Wir nehmen die jetzt erstmal mit zu uns und werden die dann weiter verhören. Ich will irgendwas rausfinden. Die weiß bestimmt irgendwas. Und selbst wenn es nur irgendein Unterschlupf ist, den sie kennt, wo sie vielleicht, wo Hoogie Woogie vielleicht mit unserem kleinen Bruder hin ist. Wir fahren jetzt erstmal wieder zu uns zum Haus und werden da was rausfinden, Leute. Let's go. So, hier beiseite alle. Ey, du heulst schon wieder. Warum heulst du? Du wirst das bereuen, was du mir angetan hast. Mein Ex-Freund wird dich kaputt machen. Aha, okay, komm, steig aus. So, rein da, los. Ist ja okay. Okay, Leute, ich werde jetzt mal hier irgendwas rausfinden. Wir müssen unseren... Schmalspurhaus. Hat die gerade Schmalspurhaus gesagt?
Hm? Schmalspurhaus, sagst du? Au! Bei iCrimex ist nix Schmalspur, komm. Aua. So, komm hier raus in den Garten. So. Was willst du von mir? So, stell dich auf den Steg da vorne, los. Geh ja, hier runter. Okay. Stell dich hier auf den Steg, komm. Leute, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir die verhören können. Au! Steh jetzt auf. Steh auf. Ja. So, lauf bis nach ganz vorne. Lauf bis nach ganz vorne hier ins Wasser. Ja, okay. So, ich denke mal, das Wasser hat so... Wahrscheinlich Nein, irgendwo... Nein, bitte nicht. Ich kann nicht schwimmen. Ja, das Wasser ist eh so kalt. Da könntest du selbst als Schwimmer nichts machen. Ich denke mal, das ist bei 0 Grad oder so. Okay, pass auf. Ich werde jetzt jedes Mal ein Stück mehr in Richtung von deinem Fuß schießen, wenn du mir nicht sagst, wo ich meinen kleinen Bruder wiederfinde. Also... Oh, ist das Mist? Der hat's mir nie gesagt. Ja, was hat der denn für Verstecke? Hä? Hat der noch irgendein Versteck oder sowas? Er erzählt mir sowas nicht, diese Geschäfte, die er macht. So. Dann lauf mal ein Stück zurück, hä? Aua, so, bitte. Wieder ein Stück zurück. Hör zu. Ja. Aua. Oh nein, Leute, die darf nicht ertrinken. Ich muss sie rausholen. Oh nein, Leute, wir müssen sie schnell aus dem Wasser rausholen. Sie darf nicht ertrinken oder erfrieren. Oh, scheiße, Mann, das Wasser ist echt richtig kalt. Komm, schnell raus hier. Oh. Ey. So. Warte, ich mache hier ein bisschen kurz Feuer, um die aufzuwärmen. Leute, ich will ja nicht wirklich, dass hier was passiert. Wir müssen ihn nur ein bisschen bedrohen. So, hier, komm, jetzt wird dir wieder warm. Ja. Ich will nicht, dass du... Ich will nicht, dass dir irgendwas passiert. Aber hör mir zu. Was? Ja. Ich will einfach nur meinen kleinen Bruder retten. Ja, ich will gar nicht, dass dir irgendwas passiert. Überleg mal, erzählt jetzt vorhin alles, was er macht? Ja, eigentlich schon. Auch wo er seine Verstecke hat, wo er Leute hinbringt? Ja, eigentlich schon. Wenn ich dich jetzt entführen würde und sage, wo sind Tuans Verstecke, woher wüsstest du, wo alle sind? Hä, ich kenne alle. Tuan sagt mir alles, wir sind beste Freunde. Das glaubst du, er ist ein Monster. Was hast du jetzt gegen Tuan? Gar nichts. Warte mal. Leute, hat das hier etwa was mit Tuan zu... Ey, Kissy Missy. Ja. Hat dein Freund ein Problem mit Tuan? Sei ehrlich. Ja, er ist und woher kennst Freund, du überhaupt Tuan? Er kennt alle deine Freunde, er hasst dich. Bis auf den Tod, er will, dass du in der Hölle schmorst. Und deswegen hat er sich schlau gemacht über dich. Okay, und was ist dein Problem mit Touren? Niemand wird Touren was antun. Ja, weil er dich beschützt. Ah. Wir wissen alle, was passiert. Wenn du nicht weiter weißt, kann er helfen kommen. Das stimmt. Okay, Leute, ich glaube, in Wahrheit geht's um Touren. Ey, Leute. Ich glaube, Hoogie Woogie will auch Touren was antun. Ey, warte mal, wer ruft mich denn jetzt hier an? Ey, hallo, wer ist da? Max. Ey, wird das Hoogie Woogie? Hoogie Woogie, wo hast du meinen Bruder hingebracht? Ich hab deinen Bruder irgendwo rausgelassen. Ich denk mal, er ist alt genug, um auf eigenen Beinen zu stehen. Nur es ist verdammt kalt. Wie? Sehr, sehr kalt. Was soll die Scheiße? Hast du den irgendwo in der Wildnis ausgesetzt, oder was? Irgendwo in Los Santos habe ich ihn rausgelassen. Und weißt du was? Ich schick dir gleich ein Foto davon. Oh nein. Ich sag dir so, wie das ist, wenn du nicht innerhalb von... ist schon kalt. So 2 Stunden gebe ich ihm, bevor er komplett erfriert und stirbt. Alter, ey, was willst du von mir? Da kommen wir doch an Sache ganz näher. Natürlich kann ich dir auch verraten, wo er ist. Was will ich? Bring mir vielleicht... ich weiß was. Bring mir Tuan. Er will Touren haben, Leute. Er will Touren. Aber warte. Nein, Tuan reicht mir noch nicht. Ich will, dass du meine Frau mir wieder zurückbringst. Oh. Und kriege ich dann auch Paulberger wieder? Dann sage ich dir, wo Paulberger ist. Ja, okay. Dann schick mir einen Treffpunkt, wo ich hinkommen soll. Ich rufe dich in einer Stunde an. Bis dahin solltest du Tuan aufgabeln. Okay. Und ich mag ihn gefesselt, also überwältige ihn. Ist okay. Tschüss. Scheiße, Leute, ey. Nein. Lass mich nachdenken. Ey, Leute, ihr müsst mir helfen in den Kommentaren. Boogie Woogie hat Paulberger und er will, dass ich ihm Touren ausliefer, um meinen Bruder wiederzukriegen. Und ich habe nur 2 Stunden Zeit, weil er ihn irgendwo hier in der Wildnis ausgesetzt hat bei Minusgraden und er wird erfrieren. Ich kann dir einen Tipp geben. Was weißt du? Es gibt 2 Regeln bei Hoogie Woogie. Ja. Die 2. Regel ist, alle sind Schmalspuren außer er. Und die 1. Regel ist, leg dich niemals mit Hoogie Woogie an. So, jetzt reicht's mir. Die Regel heißt, leg dich niemals mit Touren like Kramix an, ey. Au! Hat der Hoogie Woogie auch mal irgendwas selbst erfunden? Er sagt, Schmalspur hat er erfunden. Er sagt, blauen Lambo hat er erfunden. Und er sagt irgendwie, niemals mit Hoogie Woogie anlegen. Das sind alles meine Sachen. Der hat die von mir geklaut. Aber ist ja jetzt egal. Komm, weiter, mitkommen. Wir warten jetzt, bis Hoogie Woogie uns den Standort schickt. Dann kannst du wieder zu deinem Mann hin. Aber er soll mir meinen Bruder wiedergeben.
Ey, Leute, Mann, was ist denn heute hier los? Aber was ist mit Tuan? Ja, ohne Tuan kriegst du ihn nicht. Ja, das stimmt. Ich muss eigentlich Touren ausliefern. Scheiße, ey, aber Leute, ich kann doch auch nicht meinen besten Freund opfern dafür. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich muss mir einen Plan überlegen. Ich weiß nicht, ob ich Touren da überhaupt mit reinziehen soll. Touren hat mir schon so oft geholfen. Ich will ihn gar nicht da mit reinziehen in diese Situation. Ah, okay. So, komm, geh rein. Du wartest drin. Ja, okay. Und wehe, du versuchst abzuhauen. Leute, wir müssen uns was überlegen. Lass uns was überlegen. Was können wir machen? Vielleicht kann ich irgendwie versuchen, Hoogie Woogie zu verarschen. Ich sage, das wäre Touren. Ich hole einfach irgendjemanden, zieht ihm eine Maske über und sagt, das wäre Touren. Vielleicht glaubt er es mir ja. Wisst ihr was? So machen wir das. Ich werde mir jetzt einfach irgendjemanden schnappen, den geiseln, werde ihm eine Maske überziehen und werde sagen, dass es Touren ist. So, Leute, werden wir das machen. Perfekt. Der Plan geht auf. Okay. Warte mal, wir werden jetzt erstmal diese Kissimissi wieder mitnehmen. So, Kissimissi, hierher kommen. Kissi, scheiße, Mann, wo ist ja, jetzt? Ja, ich komme, ich war oben. Hab ich dir gesagt, du darfst hochgehen? Herkommen. Oben ist es gemütlicher als hier unten. Ist mir egal, so, mitkommen. Ja, okay. So, wir werden, du wirst jetzt wieder zu deinem Freund kommen. Und ich, und bete besser, dass er meinen kleinen Bruder dabei hat und dass es ihm gut geht. Ja. So, steig ein. So, Leute, aber das Ding ist, Kissimissi darf das nicht mitbekommen. Die darf das nicht mitbekommen, dass ich nicht den echten Touren hole. Ey, Leute, wir müssen jetzt hier ganz schnell los und ich muss irgendjemanden finden, den ich für die Situation ein bisschen opfern kann. Ist vielleicht auch nicht korrekt, aber ich denke mal, Hoogie Woogie wird dem nichts antun, weil er ist ja eh nicht Touren. Ich brauche einfach irgendeine Geisel für diese Situation. Du bist schlau, Max, dass du das Leben deines Bruders über deines Kollegen stellst. Ach, sei leise, Kissimissi. Warte mal, da steht jemand. Hier steht jemand an der Bank vorne. Seht ihr den? Ey, der ist sogar auch... Der sieht sogar ein bisschen aus wie Touren. Ich glaube, der läuft hier gleich hinten auf dem Parkplatz zu seinem Auto. Hier können wir den überwältigen. So, Kissimissi, wenn du irgendeine Scheiße baust, dann knall ich dich ab. Schließ das Auto ab. Mhm. Okay, warte. Wir müssen ihn irgendwie überwältigen, wenn er hier zu seinem Auto läuft. Warte, da kommt er. Ey, das ist ja perfekt. Das sieht echt ein bisschen aus, sogar wie Touren. Oh, nice. Richtig gut. So. Okay, warte. Ich werde dem einfach am besten direkt... So, los, Hände hoch! Wutsche! So, ey, es tut mir leid, was ich jetzt tun werde, aber ich brauche dich kurz, um meinen Freund zu retten. Also geh schlafen. So, okay, perfekt, Leute. Jetzt werden wir den einfach mitnehmen, in mein Auto reinstecken, werden dem eine Maske und vielleicht ein paar andere Klamotten noch anziehen und dann glaubt er hoffentlich uns, dass er das ist. Okay, warte, wir werden ihn jetzt hier einfach in den Kofferraum reinlegen. Okay, perfekt, Leute. Wir haben ihn hier in den Kofferraum reingemacht. So, Maske angezogen. Perfekt, Leute. Und jetzt warten wir nur noch drauf, dass Hoogie Woogie uns endlich mal einen Standort schickt oder uns mal anruft oder sowas. Hey, warte, es klingelt gerade schon wieder mein Telefon. Wir gehen ran. Hallo? Hallo? Hallo, Max. Ah. Hast du mir endlich Touren geholt? Ja, ich habe dir Touren geholt und ich habe auch Kissimissi im Auto. Wo treffen wir uns? Am Leuchtturm. Komm zum Leuchtturm. Okay, alles gut. Ich will hören, dass es meinem kleinen Bruder gut geht. Gib mir meinen kleinen Bruder am Telefon. Kleiner Bruder, Paulberg, geht's dir gut? Ich komm dich holen, kleiner Bruder, halte durch. Oh nein, Leute. So, reicht jetzt. Nein. Ich bin auf dem Weg, Hoogie Woogie, bis gleich. Scheiße, Mann, ey, Leute, meinem kleinen Bruder ist schon richtig kalt, der kann kaum noch reden. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht mit ihm anlegen. Ach, Kissimissi, sei leise, ey. Ist mir egal, wer das ist. Ich werde ihn fertig machen. Ich werde ihm zeigen, dass er eine Schmalspur ist. So ein Ding ist das. Okay, Leute, hier vorne ist dieses Leuchtturmhaus. Hier vorne muss der Treffpunkt sein, der Übergabeort. Okay, wisst ihr was? Ich werde einfach mal hier den Wagen abstellen. Mal gucken, wann er kommt. Hoogie, Woogie, ich bin da, komm raus. So, Kissimissi, aussteigen. Ja, ist ja okay. Aussteigen. So, Leute, jetzt werde ich hier noch diesen Fake-Touren aus dem Kofferraum rausholen. So, Kissimissi, du wartest hier. Okay, Leute, wir haben jetzt den Fake-Touren. Wir werden jetzt mal hier hinlaufen, ein bisschen uns umgucken. Der muss ja hier irgendwo sein. So, ich hoffe, der schläft noch ein bisschen, der Fake-Touren. Ihr seht, wir haben ihm auch eine Maske jetzt hier aufgezogen. Und ich hoffe, das wird dem nicht auffallen. Ich hoffe, der fragt irgendwie nicht, warum Touren eine Maske auf hat. Hoogie Woogie, wo bist du? Ach, Max. Ey, da hinten ist er doch! Hä? Hey, ich kann nicht Hände hochmachen, ich hab hier Touren. Lass ihn runter. Ja, ist okay, ich lass ihn runter. Das soll Touren sein? Ja, das ist Touren. Siehst du nicht seine lilane Jacke? Siehst du doch, der ist asiatisch und der hat eine lilane Jacke. Yeah. Ey, Leute, da hinten ist Paulberger. Hallo, Paulberger! Paulberger, halte durch, ich komm dich retten. Ruhe. Kissimissi ist da hinten am Auto, siehst du ja. So, siehst du, das ist Touren. Hä? Ey! Nein! Leute, scheiße, Mann, der fackelt den ab.
Ich muss ein bisschen mitspielen. Nein, Tuan! Tuan, lass Tuan in Ruhe! Scheiße, Mann, Leute, ich glaube, der hat was bemerkt. Glaubst du, du kannst mich verarschen? Ach, scheiße, Mann. Ey, lass Paul Berger in Ruhe! Nein, 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 Paul Berger, nein! Nein, 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 nein! Ah, nein, scheiße, er hat Paul Berger mitgenommen! Bring mir Tuan! Scheiße, Mann, komm nein, mit, Kissy Missy! Nein, 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 Kissy Missy nimmt er auch mit! Ja. Nein! Nein! Nein, 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 schnell hinterher, schnell hinterher, schnell hinterher! Nein, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt habe ich nicht mehr, Kissy Missy in der Hand, Mann, er hat's bemerkt, dass ich Fake Tuan hatte! Oh nein, 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 nein! Oh mein Gott, ey, nein! Scheiße, Mann, ich glaube, der ist abgehauen! Ich komme nicht hinterher. Keine Ahnung, wo der hingefahren ist. Nein. Leute, Paul Berger ist immer noch verloren. Unsere einzige Hoffnung, Kissy Missy, ist auch weg. Leute, ich glaube, mir bleibt wirklich nur noch eine Chance. Ich muss wirklich langsam Touren Bescheid sagen. Ich wollte ihn da raushalten. Aber ich weiß nicht, wer mir jetzt sonst noch helfen soll. Und vor allem weiß ich jetzt nicht mal mehr, wo er jetzt hingefahren ist. Und was er jetzt mit meinem Bruder macht. Oh nein, Leute, 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 warte mal, mein Telefon klingelt schon wieder. Ja, hallo, ist da wieder Hugi Wugi? Ja, der ruft schon wieder an, Leute. Du hast gedacht, du könntest mich austricksen, ne? Ja, ich muss ehrlich sagen, du bist nicht so dumm, wie ich dachte. Weißt du was? Ja. Ich hab gelernt, aus Strafe lernt man. Ich hab Paul Berger mal ganz kurz einmal komplett nass gemacht, das heißt, aus den 2 Stunden... sind eine halbe Stunde geworden, bis er erfriert. Nein, 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 nein. Was willst du? Gib mir meinen kleinen Bruder wieder. Was ich haben will, ich will Tuan haben. Und erstmal bringst du mir ihn sofort. Wo ist der Treffpunkt? Wo ist der Treffpunkt? Okay, Mount Chiliad. Wenn Tuan nicht da sein sollte, wird Paul Berger für immer so klein bleiben, weil er frieren wird. Scheiße, Mann. Ja, ist okay, ich bring dir Tuan. Ey, nein, Leute, jetzt hat er ihn auch noch nass gemacht und es sind minus 10 Grad draußen. Mein kleiner Bruder ist in einer halben Stunde tot, der wird erfrieren. Ey, ich muss jetzt Tuan zur Hilfe bitten. Mir fällt kein anderer Weg ein. Irgendwie müssen wir Tuan um Hilfe bitten. Ich werde ihn anrufen jetzt. Hallo, Tuan? Ah, hallo? Ey, Tuan. Was geht ab? Tuan, ich hab Scheiße gebaut. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Bist du bei dir zu Hause? Bist du bei dir zu Hause? Ja, ich bin hier, klar. Okay, ich komm dich sofort abholen, dann erzähle ich dir alles. Wir haben nicht viel Zeit, bis gleich, tschüss. Hey Leute, scheiße, Mann, ich muss Tuan wirklich ein weiteres Mal um Hilfe bitten. Wir fahren jetzt schnell zu Tuan und ich hoffe, Leute, er wird mir dabei helfen können. Let's go, meine Freunde. So, okay. Leute, schnell. Wir sind jetzt mittlerweile noch 20 Minuten. Das Problem ist, Tuan kann wahrscheinlich auch nicht viel vorbereiten, weil wir nur so wenig Zeit haben. Tuan, komm. Was ist los? Ey, Tuan, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Paul Berger wird in 20 Minuten sterben. Wie? Was? Warum? Oh, okay, ich gebe dir eine Kurzzusammenfassung. Ich habe Stress mit Hugi Wugi. Hugi Wugi will dich haben, deswegen hat er Paul Berger entführt. Er hat Paul Berger nass gemacht und bei der Eiseskälte ausgesetzt. Er hat jetzt nur noch 20 Minuten Zeit, dann wird er erfrieren. Und er will dich dafür haben, um Paul Berger wieder freizulassen. Ich habe versucht, das allein zu regeln, aber hat nicht geschafft. Max? Ja. Warum hat er jetzt gut zu ihm? Scheiße. Was soll das? Ey, der hat mir voll die Schelle gegeben. Ja, Tuan, ich wollte dich da nicht mit reinziehen, Mann. Was? Wofür hat mein Freund da? Bin ich nicht dein Freund oder was? Doch, wir sind Freunde, aber deswegen wollte ich dich ja nicht aussetzen. Wenn du blocke, du Flagge, dein Freund oder sind wir Geschäftspartner? Eine Hand wirst die andere. Nein, wir sind Freunde, hast ja recht. Natürlich, nächstes Mal holt mich sofort. Ich verprügel dich nächstes Mal, wenn du mir nicht sofort Hilfe holst. Du Scheiße, er hat mir eine richtige Vaterschelle gegeben. Ja, okay, Tuan, nächstes Mal sage ich dir direkt Bescheid. Egal, aber wir müssen jetzt erstmal Paul Berger helfen. Tuan, wir sind jetzt gleich oben angekommen, hier beim Treffpunkt. Ich glaube, es sind nur noch irgendwie 5 Minuten. Vorsichtig, ist alles voll Eis. Ja, ist echt voll feist. Ey, es dürften nur noch 5 Minuten oder vielleicht sogar weniger sein, bis er erfriert. Wir müssen uns richtig beeilen, Mann. Alter, aber hier ist so rutschig. Wir kriegen das hin, Max. Du musst ruhig bleiben. Ja, nur mit deinem saften Verstand kannst du eine Klinge formen, womit wir Hugi Wugi und Kissy Missy kaputt machen können. Du hast recht, ey. Wir müssen hier endgültig ein Ende setzen. Soll ich dir sogar was sagen? Dieser Hugi Wugi behauptet sogar, der Spruch niemals mit Hugi Wugi anlegen würde. Hugi, mach dich kaputt, mach dich! Sei für mich, mach dich kaputt! Er sagt, er hätte das erfunden, der Stück Scheiße. Dieser Typ, ich werde ihn bis zur Hölle jagen und dann auch mal kaputt machen! Okay, warte. Wir müssen hier oben, glaube ich, irgendwo sein. Was eine Schmalspur, der Typ! Ja, echt so, sage ich auch immer. Voll die Schmalspur. Ey, da oben sind die. Okay, lass sie aussteigen. Lass Paul Berger in Ruhe. Warte. Ja. Was los? Spiel mit. Ja. Du Verräter, Max! Ich hab niemals eine Hose zu mir bitten, da gibt's Freunde! So, also Hugi Wugi. Du hast mich Tuan gebracht. Ja, und jetzt lässt du... Wer bist du? Und jetzt lässt du Paul Berger frei. Nein, weißt du, was ich jetzt machen werde? Alter, warte, ich will erst sehen, dass es Paul Berger gut geht.
Bleib stehen oder ich knall ihn ab! Nein, nein. Ey, der liegt da, der ist schon total durchgefroren, der arme Paul. Oder er stirbt. Ja, ist ja okay, ist okay. Geh weg. Ist ja gut, ist ja gut. Was? Weißt du was, Max? Ja, was denn? Ich hab zwar nicht hier, damit ich Baumecker freilasse, sondern ich will jetzt alle umbringen. Erst hä, was soll die Scheiße? Um dir zu beweisen, dass du der Falsche bist. Max. Nein, 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 Max, nein. Max, wir haben ein Problem. Was los, Tuan? Wenn ich einen aushalte, der andere kann Baumecker schießen, deswegen. Wir müssen was machen, was vorher noch nie gemacht wurde. Was willst du machen, Mann? Wir können die nicht diese umbringen. Diese Technik, die ich jetzt anwenden werde, ja, wird viel verursachen. Ich weiß nicht, ob ich überlege. Das ist das erste Mal, dass ich sie teste. Was willst du machen? Wie willst du denn zwei auf einmal umboxen? Vertrau mir. Geh in Deckung. Okay. Schlag. Der 1000. Untergehen den Sonnen! Was? Oh mein Gott, Leute. Ey, Leute, was ist passiert? Es ist dunkel. Es ist dunkel, Leute. Und der Mond ist aufgegangen. Liegt das an Tuans Schlag der untergehenden Sonne? Ey, Tuan! Paul Beck, gut. Ja, ich glaube, du hast ihn gerettet. Du hast ja noch sogar Feuer hier gemacht. Nein, Tuan! Geht's dir gut? Schaffst du das? Warte, wir gucken mal kurz nach Paul Berger. Paul Berger! Hallo, steh auf, ist hier wieder warm. Was ist passiert? Ey, wir haben dich gerettet, Mann. Hugi Boogie und Kissy Missy wollten dich umbringen. Was mit Tuan? Scheiße, Mann. Tuan, geht's dir gut? Mein ganzer Körper, ich glaube, ich habe mir 8 Knochen geblockt. Ey, Paul Berger, mach mir Licht, ich werde Tuan tragen. Mach mir Licht. Okay, warte. Ich werde ihn tragen. Paul Berger, Alex Dicker. Alles gut, danke, Tuan. Wir haben ihn gerettet, Tuan. Paul Berger, geht's gut. Ey, Tuan, was hast du gemacht, Mann? Dein Schlag hat Hugi Wugi Kissy Wissy auf einmal umgenietet und irgendwie ist auf einmal die Sonne sogar untergegangen. Dieser Schlag hat eine Druckwelle. Diese Druckwelle verschleudert die Sonne 12 Stunden lang weg. Aber sie hat euer Pleiß. Mein ganzer Arm ist durchgeblocken. Aber ach, ich bleib überleben. Wir haben es geschafft, Max. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Tuan, ruh dich erstmal aus. Ich fahr dich erstmal nach Hause, ey. Leute, ja. Und so hat Tuan mal wieder alles gerettet. Mit seinem Schlag der untergehenden Sonne hat er sogar irgendwie die Zeitzone verschoben, weil der Schlag so viel Kraft hat. Aber wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal in die Stadt und gucken mal, wenn wir uns heute so treffen, was heute so abgeht bei meinen Jungs, Leute. Let's go! Hallo? Check, das ist unser Mann, check. Ey, hallo, Polizei? Ey, Russak? Ey, Max, was geht? Bitte begib dich sofort ins Auto oder bitte mir, komm mit, sofort. Ey, Russak, was ist denn los? Was willst du denn check, hier? Jeffrey, check die Garage. Russak, hat Paul Berger wieder Scheiße gebaut oder warum bist du hier mit der Polizei? Schnell ins Haus. Leute, was geht denn jetzt hier ab? Was ist denn los? Hey, hier ist clean. Ja, Russak, ich war gerade First area clean, first area clean. Ich nehme auch mal eine Waffe in die Hand. Garage ist clean. Hä, die sagen hier clean. Ey, Russak, ich war doch gerade hier drin, hier ist niemand außer mir. Alles gut. Pool area clean. Was ist denn hier gerade los, second Leute? Second floor. Komm mit. Strand ist clear. Okay. Ja, Russak, hier ist niemand. Second floor, clear. Ich war okay, gerade noch hier. Wer war als letztes in deinem Haus? Nur Paul Berger heute Morgen, aber der ist in die Schule gegangen. Aber Paul Berger weg. Ich bin alleine hier. Clear. Go in Garage abchecken. Check. Garage ist clear. Jungs, was geht denn hier? Guck unter den Autos. Russak, hallo, kannst du mir mal bitte erzählen, was abgeht? Ich wollte heute ein bisschen Max, mit euch chillen. Max, hör mir zu. Guck mal, du bist ein Bruder von mir und ich habe jetzt was mitbekommen. Du bist in großer Gefahr, ja? Wie? Auf dich wird ein Anschlag verübelt. Guck mal, das Ding ist, wir haben Bestellungen bekommen, wir haben die dann nachverfolgt. Das waren Sprengstoffe und Waffenlagerungen. Und das Ding ist, die sind alle in die Location von dir gekommen. Wir haben nach GPS-System gefunkt und was? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ja, aber Russak, wer will einen Anschlag auf mich machen? Ich weiß es und nicht. Was mit Paul Berger? Habt ihr den schon aus der Schule geholt? Habt ihr Paul Berger schon abgeholt? Geht's ihm gut? Paul Berger ist in der Schule. Sir, wir haben einen Suspect am Tor. Tor geht auf. Scheiße. Okay, komm, check. Hey, oh mein Gott, er schießt! Hä, was ist da los? Hä? Oh nein. Ey, was ist da los? Check. Alter, was geht da ab, Leute? Jemand ist hier gerade gekommen, wollte mich angreifen. Okay, wir haben ihn. Komm mit. Nein, wir haben keine Chance, Mann. Wir sind geflüchtet wieder. Max, ey, okay, warte mal. Russak, ich will jetzt genau wissen, was hier los ist. Und ins Haus rein! Und schick bitte mal eine Streife an die Schule, dass jemand meinen kleinen Bruder Paul Berger abholt. Was ist denn hier los, Mann? Das ist, wie ich es wusste. Guck's ich werde vor Tor stehen. Was soll ich mir angucken? Was an deinem Auto war. Hä? Siehst du das? Da war eine Sprengladung. Sprengstoff. Okay, jemand hat eine Sprengladung an mein Auto dran gemacht. Warte mal, wir müssen aufpassen.
Der Range Rover ist irgendwie am Piepsen. Nein, der Range Rover ist am Piepsen? Nein! Nein, mein Range Rover! Nein, wir haben den Range nicht kontrolliert. Oh, nein, nein, ich glaube, dein FIB-Agent stand daneben und ist tot. Ja, oh, ja, nein. Er ist tot, ihn hat's erwischt, Russell. Egal, Max, lieber er als du. Okay. Aber warte mal, Russell, weißt du, was das bedeutet? Derjenige, der die Bombe gezündet hat, der dachte, ich würde jetzt gerade mit dem Auto fahren. Ey, hast du Feinde in der Stadt? Hast du in letzter Zeit gegen jemanden gekämpft oder so? Was ist passiert? Ja, eigentlich habe ich keine, oder ich habe viele Feinde, aber ich weiß nicht, wer so krass ist, dass er mich sogar in die Luft jagen will. Ja, was war denn dein letzter Gegner? Ich hatte mal mit diesem Hoogie Woogie ein bisschen Streit gehabt. Ja, also der sitzt im Knast eigentlich, weißt du? Ja, das kann doch nicht sein. Den Touren hat den doch umgeboxt und dann habt ihr den doch in den Knast gebracht, oder nicht? Ja, der ist doch im Knast, ich weiß nicht, aber hat der Freunde draußen? Ey, Alter, lass mal bitte reingehen, Russak, ehrlich. Ich hab gerade echt ein bisschen Angst hier draußen. Und wie gesagt, mach mal bitte einen Funkspruch, dass irgendeine Streife meinen kleinen Bruder abholt. Streife zur Schule, bis der Paul Berger abholt, check. Sag denen, die sollen nicht nach Hause bringen, in sicheren Ort bringen, am besten ins FIB. Safe Room. Scheiße, ich hoffe, Paul Berger geht's gut, Leute. Ey, Russak, du musst mir jetzt genau erzählen, was du weißt. Wer hat diese Bomben bestellt und wer will mich hier umbringen? Ja, ich weiß nicht, das ist ja anonym alles. Das Ding ist, deswegen bin ich ja hier, um zu fragen, wer deine Feinde sein könnten. Ja, ich meine, du sagst, der Letzte, mit dem du Stress hattest, Hoogie Woogie, ich weiß nicht. Ja, aber Hoogie Woogie. Hat er Frau, Familie, Kinder, die draußen rumrennen. Ja, seine Frau, die Kissimissi, aber Touren hat beide umgeboxt. Ihr habt doch beide in den Knast gesteckt, oder nicht? Aber Kissimissi kann es auch nicht sein. Wir haben sie auf jeden Fall auf unserer Interpol-Liste. Bist du ganz sicher? Ja, Interpol fandet nicht mehr nach ihr, weil wir haben eine Security-Firma engagiert. Die haben sie rundum überwacht und die ist irgendwo in der Karibik arbeiten, weißt du? Okay, also Kissimissi kann es nicht sein. Die ist nicht hier in der Stadt. Nee. Wer könnte es sonst sein? Weißt du was? Ey, Russak, lass mich mal mit Hoogie Woogie sprechen. Kannst du einen Termin für mich im Gefängnis machen? Ich will mit ihm sprechen. Ja, aber wir müssen ja aufpassen, ne? Ich schicke jetzt hier ein paar Einheiten durch. Ey, ich will auf jeden Fall, Paul Berger soll bei deinen FIB-Leuten bleiben, dass ihr den beschützt. Kannst vielleicht ein bisschen Polizeischutz hier zu meinem Haus holen, dass hier immer Leute stehen, die das hier überwachen, weil ich habe gerade echt ein bisschen Angst. Ja, ich hole jetzt Polizeischutz, aber du musst jetzt hier mit dem Auto fahren. Ja, oder weißt du was? Nimm mein Lambo, der hat zwar keine Winterreifen, Nein! Auf keinen Fall! Du hast doch aber die Bombe da weggemacht beim Lambo, oder nicht? Egal! Okay, hast recht, könnte wirklich sein, dass da noch was dran ist. Ich bleib hier und hol die Polizei ran. Okay, hol Verstärkung, ja. Ja. Und rufe im Gefängnis an, dass ich da einen Termin mit Hoogie Woogie machen kann. Und wenn was ist, du hast ein Funkgerät. Okay, danke, Russak. Ey, Leute, wir werden jetzt mal ins Gefängnis fahren. Ich werde mal mit Hoogie Woogie sprechen und mal gucken, ob er damit vielleicht irgendwas zu tun hat. Vielleicht hat Hoogie Woogie noch irgendwie Familie, Freunde hier draußen, die sich irgendwie für ihn an mir rächen sollen, weil wir ihn ins Gefängnis gebracht haben und quasi ihn von seiner Frau getrennt haben. Keine Ahnung, Leute, was hier abgeht. Wenn es Hoogie Woogie nicht war, dann wüsste ich nicht, wer dahinter steckt. Wir werden jetzt auf jeden Fall da mal hinfahren und ey, das ist total krank. Also derjenige, der hier wirklich einen Anschlag auf mich machen wollte, der wollte mich umbringen. Der hasst mich so sehr, der hasst iGramix so sehr, dass er ihn umbringen wollte. Der hat einfach Bomben an mein Auto gemacht. Überlegt euch das mal. Wir werden jetzt ins Gefängnis fahren, Leute. Hier, Sirene an, Kickdown und dann will ich mal mit Hoogie Woogie sprechen. Ja, der sitzt ja da gerade im Knast. So, wir müssen jetzt hier erstmal kurz wieder auf die Straße fahren. Wenn hier alles so zugeschneit ist, sieht man kaum die Straße. So, hier ist das. Komm, schnell, wir beeilen uns. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Da vorne ist das Gefängnis. Wir fahren hier hin direkt mit 200 km/h. So. Ich hoffe, Russak hat hier einen Termin für mich vereinbart, dass der Typ beim Gefängnis das checkt. So, wir kommen hier direkt mit Sirene. Hallo, guten Tag, der Herr. Guten Tag, fahren Sie durch. Sie wissen schon Bescheid. Sie wissen, okay, perfekt. Ja, genau, fahren Sie vorne durch. Wollen Sie einsteigen? Komm, steigen Sie ein. Ja, steigen Sie ein. Sind Sie sicher angekommen? Ja, ich bin gut angekommen. Genau, auf mich wurde ein Attentat geplant. Ey, ich muss unbedingt mit Hoogie Woogie sprechen, ja? Bringen Sie mich bitte zu ihm in die Zelle. Ja, aber wissen Sie, der redet eigentlich seitdem gar nicht mehr. Ja, ich glaube, mit mir wird der sprechen, weil mich hasst der, glaube ich, ziemlich, weil ich den ins Gefängnis gebracht habe. Das kann sein. Leute, werden seitdem Sie das gemacht haben, hat er kein Wort mehr gesagt, ne? Alter, das ist ja voll der Psycho, der Typ. Ruhig bleiben hier. Oh mein Gott. Ey, hier ist ein Gefängnisaufstand. Gefängnisaufstand. Hey, jemand hat einen Stettel auf Sie gelegt. Scheiße. Ey. Sie wissen auch hier Bescheid. Oh mein Gott. Ich geh weg. Ich geh in Ihr Büro. Oh mein Gott, Leute. Glaubt ihr, Hoogie Woogie könnte dahinter stecken? Vielleicht hat er die ganzen Häftlinge irgendwie auf mich angehetzt. Ey, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Hoogie Woogie auf mich ein Kopfgeld hier angesetzt hat und deswegen wollen mich die ganzen Häftlinge. Ganz komisch. Ey, das habe ich noch nie erlebt. Die haben mich einfach angegriffen, obwohl hier eine Wache dabei ist. Area, clear. Okay. Ich weiß nicht, was hier los ist. Sie sind scheinbar ein gefährlicher Mann. Nein, der Hoogie Woogie ist ein gefährlicher Mann. Der hasst mich nur. Kommen Sie rein, der muss irgendwo hier sein. Ja. Oder da liegt er. Da ist er doch. Ich warte hier am Tisch, ja?
Bringen Sie ihn raus zu mir. Oh, der macht da Alter. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ihn rauszubringen. Okay, dann gehen Sie rein und ich sperre Sie ein. Okay. Gott, wenn ich irgendwie nach Hilfe rufe, dann kommt mir bitte helfen, okay? Oder bleiben Sie vielleicht lieber so, gucken Sie ihn an. Nein, ich gehe. Vielleicht lieber alles gut, ich gehe rein. Bleiben Sie einfach in der Nähe, falls was ist. Ich werde reingehen. Max. Boogie, Max. Boogie, ja? Ich habe gehört, du bist hier, hast dich hier gut eingefunden im Gefängnis, ha? Ich habe gehört, dein Auto ist in die Luft gegangen. Woher weißt du davon? Alle erzählen davon. Woher weißt du davon? Max hat bumm gemacht. Bumm! Ey Leute, der weiß das jetzt schon. Hast du damit was zu tun, Hoogie Boogie? Ich wünschte, ich hätte etwas damit zu tun. Ich wünschte, ich hätte es selber gemacht. Oha, Leute, er sagt, er wünschte, er hätte es selber gemacht. Aber das hat noch nicht meine Frage beantwortet. Wer steckt dahinter? Ich hab sonst keine Feinde außer dich. Ich weiß, es hat was mit dir zu tun, du Stück Scheiße. Ich glaub dir nicht, dass du nichts weißt. Okay, pass auf. Ich dachte mir schon, dass du mir nichts verraten wirst. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich dir anbieten, was du mehr als alles andere willst? Geld bringt dir ja drin nicht viel. Wie wär's, wenn ich es schaffe, ein Treffen mit deiner Frau herzustellen, dass Kissy Missy dich einmal die Woche ab sofort besuchen darf? Ich hab gut. Kissy lebt? Kissy lebt natürlich noch, ja. Wie? Aber er hat gesagt, sie lebt nicht mehr. Wegen doch. Dir. Doch, sie lebt noch. Sie lebt noch. Du hast sie umgebracht. Nein, wenn er erstmal Touren hat, die umgeboxt, nicht ich. Aber sie lebt noch. Sie ist irgendwo in der Karibik gerade. Sie wurde doch überfallen vorgestern. Hä? Von dir, als Rache mir gegenüber. Nein, Alter, die ist doch gerade in der Karibik, Mann. Die ist unter Polizeischutz in der Karibik. Wie? Ich habe gute Kontakte beim FBI. Er hat mir das gerade erzählt vor einer halben Stunde. Dein Cousin würde mich niemals anlügen. Dein Cousin? Warte mal. Was hast du gerade gesagt mit deinem Cousin? Nichts. Warte mal, Leute, der hat einen Cousin. Er hat sich gerade verplappert. Safe, sein Cousin steckt dahinter. Okay, du willst Kissy Missy. Du wissen, was du Kissy Missy angetan hast. Ich hab ihr nichts angetan. Ich hör mir zu, du wirst mir jetzt genau verraten, was hat dein Cousin gemacht? Steckt dein Cousin dahinter oder ich werde dafür sorgen, dass du Kissy Missy nie wieder siehst? Ich glaub dir nicht, dass sie lebt. Du betrügst mich nur. Okay, warte. Weißt du was? Ich werde sie anrufen. Und wenn ich dich mit ihr kurz sprechen lasse, sagst du mir dann, wer dahinter steckt. Beweis es mir. Okay, warte kurz hier. Ich muss kurz telefonieren, Officer. Yo, Rustak! Jo, Maxa, wir haben hier das ganze Gebäude abgestellt. Hier okay, sehr gut, sehr gut. Ey, ich bin hier gerade dabei, von diesem Hoogie Woogie was rauszukriegen. Der hat sich ein bisschen verplappert mit seinem Cousin. Aber der redet erst, wenn er einmal kurz mit Kissy Missy sprechen darf. Kannst du mich einmal durchstellen zu deinen Securities, die auf dir aufpassen? Ja, okay, warte. Check, Funk. Stell mich einmal durch, ja. Okay. Welcome to the Caribbean Marine. Ja, hier einmal mit Kissy Missy möchte ich sprechen. Lassen Sie mich mit Kissy... Talking with Kissy Missy... Oh, wait a second. Kissy Missy, cocktail now. I just cocktail phone, yeah. Okay. Ja, hallo? Kissy Missy, ich bin hier gerade im Gefängnis mit Hoogie Woogie, mit deinem Mann. Geht's gut? Gib ihn mir bitte. Ja, ich geb... Okay, Hoogie Woogie, ich geb dir jetzt Kissy Missy und danach verrät's mir was. Hier. Okay, warte, hier, nimm das Telefon. Hallo? Hallo, mein Schatz. Du lebst? Ja, natürlich lieb ich. Ich musste leider fliehen, weil die Polizisten haben mich ganz beobachtet. Oh mein Gott, Schatz. Du lebst. Er hat mir gesagt, du bist tot. Ja. Mein Cousin. Mein Cousin ist durch. Der hat versucht... So, reicht jetzt mit Telefonieren. So. Reicht mit Telefonieren. Yeah. Leute, wir müssen jetzt ein bisschen hart zu dem sein. Also, du hast gehört, Kissy Missy lebt. Wenn du sie jetzt ab sofort einmal die Woche sehen willst, dann kann ich für dich was regeln beim FIB, dass du auch einen Besuchstag jetzt kriegst. Ansonsten wirst du ja bis zu deinem Lebensende in Isolationshaft verrecken. Haben wir uns verstanden? Ich will auch, dass ich irgendwann mal hier rauskomme in ein paar Jahren. Das kann ich nicht beeinflussen. Krieg es hin oder Paul Berger wird auch dann glauben. Alter, scheiße, Mann, jetzt bedroht er noch Paul Berger. Okay, ich ruf nochmal kurz meinen Kontakt an. Aber ich weiß, ich kann nichts versprechen. Scheiße, Mann, Leute, scheiße. Jetzt muss ich dem auch noch ein bisschen Haftnachlass irgendwie versprechen, damit der mir was verrät. Rustak, was soll ich machen, ja? Ey, Bro, kannst du vielleicht irgendwas regeln, dass der ein bisschen Nachlass bekommt, der Hoogie Woogie, sonst verrät der mir nichts. Gib dem einfach von lebenslänglich auf, keine Ahnung, 18 Jahre statt 20 Jahre oder guck mal, so. Guck mal, du kannst ihm sagen, was du willst. Der war eh gemein, also sag ihm einfach 5 Jahre. In 5 Jahren, Digga... Weißt du, was ich meine? Ja, wenn nicht, schicken wir einfach hier jemanden rein, der den dann erledigt oder so. Ja, also sag einfach auf 5 Jahre oder so. Okay, perfekt, machen wir so. Danke, Rosak. Okay, Hoogie Woogie. Ich hab was für dich regeln können. 5 Jahre hier drin und Kissy Missy darf dich einmal die Woche besuchen. Das hört sich doch mal gut an. Das ist richtig gut. Okay, perfekt, dann haben wir einen Deal. Okay, wer ist dein Cousin?
Und was hast du ihm gesagt? Warum will er mich jetzt hier sabotieren? Mein Cousin kam zu mir. Er meinte, du hast Schande über unsere Familie gebracht und dass du Kissimissi umgebracht hättest. Das stimmt nicht. Wahrscheinlich will er einfach nur sich rächen für die Familie. Deswegen habe ich ihm alles verraten, was ich über dich weiß. Deine Schwachstellen und dieser Typ. Ich bin ein liebes Kind im Gegensatz zu ihm. Was? Ist er noch krank als du, dein Cousin? Krank. Er ist für mich geisteskrank. Ach du Scheiße, Leute, wenn selbst Hoogie Woogie sagt, dass dein Cousin geisteskrank ist. Wie ist dein Name? Wie heißt der? Sein Name ist Spooky Wookie. Spooky Wookie? Oh, das hört sich ja schon ganz krank an. Beeil dich, sein erstes Ziel warst nicht du. Du warst nur eine Ablenkung. Hä? Wer ist sein erstes Ziel? Ja, einer der Menschen, die am meisten bedeutet. Entweder Paul Berger oder Twan. Nein, 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 nein. Okay. Officer, ich danke, danke, danke. Ich weiß, ich hab alles. Scheiße, Mann. Ich hab alles, was ich wissen wollte. Ich muss hier weg. Er hat gesagt, ich war gar nicht sein erstes Ziel. Ich war nur eine Ablenkung. Das heißt, dieser Spooky Wookie ist gerade dabei, entweder Paul Berger sich zu holen oder Twan, Leute. Wir müssen ganz schnell los. Und wisst ihr was? Ich werde am besten gleich nochmal kurz Russack anrufen und werde ihm sagen, dass er richtig aufpassen soll. Scheiße, Mann. Komm. Kickdown hier raus. Handy raus, Handy nehmen. Hallo, Russack? Russack, hallo? Hä? Leute. Russack geht nicht ran. Oh nein, Leute. Das ist gar kein gutes Zeichen, wenn Russack nicht rangeht. Scheiße, Mann. Wir müssen unbedingt schnell zum FIB. Paul Berger, mein Bruder, soll doch da sein. Ey, Leute, schnell. Beeilen. Nein. Jetzt fängt das hier schon wieder von vorne an. Nur noch mit einem noch krankeren als Hoogie Woogie. Mit seinem kranken, gestörten Cousin, Alter. Wir fahren jetzt ganz schnell zum FIB. Weil da sollte mein kleiner Bruder ja in Sicherheit sein. Und ich hoffe, dass es einfach nur gerade irgendwie ein Missverständnis ist, dass Russack nicht rangeht. Let's go, Leute. Ey, Leute. Wir sind hier bei FIB-Gebäude angekommen, aber... Hä? Warum liegen hier so tote Leute auf... Nein. Hä? Hey! Oh mein Gott. Bleib stehen, du Stück Scheiße. Entweder kümmerst du dich jetzt um mich oder um deinen kleinen Bruder. Wie? Was, mein kleiner Bruder? Bist du dieser Spooky Wookie oder was? Ich bin Spooky Wookie und viel Spaß. Auf Wiedersehen! Scheiße, Mann, Leute, ich kann ihn nicht hinterher. Ich muss, er hat irgendwas mit meinem kleinen Bruder gesagt. Hat er etwa... Alter, Leute, er hat das ganze FIB hier, halt alle Leute hier. Oh mein Gott, mein kleiner Bruder. Paul Berger, ich komme. Schnell hoch, Leute. Los, Fahrstuhl. Wir müssen hoch zu Russacks Etage fahren. Oh mein Gott, was, Leute? Er hat die gesamte Etage hier in die Luft gejagt. Oh, nein. Er hat alle... Paul Berger! Nein, er liegt hier. Kleiner Bruder. Hörst du mich? Kannst du mich hören? Nein, kleiner Bruder. Wo ist... Friedrich! Nein. Wo ist Russack? Was ist passiert? Ey, du bist ja eigentlich beim FIB, solltest du geschützt sein. Hey, da war wieder dieser Hoogie Boogie. Nein, das war sein Bruder, Spooky Wookie. Warte mal, ist hier Russack auch irgendwo? Du musst mir helfen, ihn zu finden. Nein, ich glaube, der ist noch bei uns zu Hause. Scheiße, Mann, der ist auch nicht an sein Telefon rangegangen. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ach du Kacke. Ey, Paul Berger, ich muss nach meinen Freunden gucken. Ich muss nach meinen Freunden allen gucken. Schaffst du es alleine, zum Krankenwagen zu holen? Ja. Geh auf jeden Fall, warte mal, komm mit runter. Ich werde jetzt erstmal einen Krankenwagen holen und dann werde ich gucken, ob es meinen Freunden geht. Ach du, Max, was ist das hier? Wie? Hä? Oh mein Gott, nein! Max. Ist hier noch eine Bombe? Okay, pass auf. Pass genau auf, wo du reinläufst, Paul Berger, komm her. Es könnten hier noch überall Bomben von diesem kranken Typen sein. Komm hier, komm mit, wir gehen zum Fahrstuhl. Komm. Ey, nein. Kleiner Bruder Paul Berger, hier ist irgendwie alles eingestürzt gerade durch die Explosion. Wir kommen hier nicht mehr durch zum Fahrstuhl. Scheiße, Mann. Was machen wir jetzt? Scheiße, Mann. Oh mein Gott, es brennt hier auch alles. Oh mein Gott, schon wieder Bomben. Ey, nein. Ey, wir müssen hier raus, bevor das Gebäude einstürzt. Scheiße, Mann. Kleiner Bruder, hast du einen Fallschirm? Wir müssen hier rausspringen. Ja, ich hab einen Fallschirm. Bevor das Gebäude einstürzt. Okay, dann komm, wir springen hier raus, Leute. Oh, let's go. Oh, nein. Oh, Leute, ey, das war nochmal knapp. Gerade so hier rausgesprungen. Paul Berger hat sich gerade hier schon einen Rettungswagen geholt. Der sollte erstmal überprüfen lassen. Der sah ja nicht so fit aus. Aber hey, warte mal, mein Handy klingelt. Wer ruft denn jetzt an? Hallo? Na, wie hat denn meine Überraschung gefallen? Ey, du kleines Stück Scheiße, Alter. Wenn ich dich in die Finger kriege, ich werde dich fertig machen dafür, was du meinem kleinen Bruder angetan hast. Du wirst es nicht schaffen, weil jedes Mal wird Twan dir nicht weiterhelfen. Was meinst du? Was sagst du da? Hallo? Ey, Leute, er hat einfach aufgelegt.
Warte mal, er hat gesagt, dieses Mal wir Touren mir nicht weiterhelfen. Er weiß von Touren. Nein, 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 Leute, wir müssen schnell ein Auto holen und zu Touren fahren. Ey, komm hier raus aus der Kiste hier. Gib mir dein Auto. Leute, wir müssen ganz schnell zu Touren. Das war doch bestimmt hier gerade eine Anspielung darauf, dass er bei Touren ist. Und er sagt, Touren wird mir nicht weiterhelfen können. Ab zu Touren, Leute. Oh, Leute. Hä? Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Alle Autos von Touren sind kaputt. Okay, Leute, er war wirklich hier, Spooky Wookie. Aber warte mal, ich sehe hier keinen Tullus. Ich sehe hier keinen kaputten Tullus. Vielleicht hat es Touren geschafft abzuhauen. Vielleicht hat er es geschafft abzuhauen. Nein! Warte mal. Es ist doch so. Der Tullus von Touren ist doch hier kaputt abgebrannt. Touren würde niemals seinen Tullus zurückliegen lassen. So, komm, schnell rein. Warte, wir nehmen mal lieber eine Waffe in die Hand. Spooky Wookie, wo bist du? Nein, schnell zu Touren. Ich hoffe, das ist nur ein Missverständnis, nur irgendwie Ballers oder eine andere Gang, die ihn angegriffen hat, wieder. Weil die sind kein Problem, aber dieser Spooky Wookie, der ist Psycho. Wo ist der Typ? Hallo, Touren! Hallo! Hä, hier ist auch niemand? Scheiße, Mann, wo... Touren, wisst ihr was? Hallo, Touren, bist du hier? Nein, Leute. Es explodiert schon wieder was hier. Ey, dieser Typ ist krank, dieser Spooky Wookie ist krank. Der ist totaler Irrer, totaler Psycho, der wirft überall Bomben hin. Wisst ihr was, Leute, ich werde mal Touren anrufen. Touren geht nicht ran, was soll das hier? Warte mal, und jetzt kriege ich hier schon wieder einen Anruf rein. Vielleicht ist das Touren. Hallo, Touren, geht's dir gut? Ich weiß nicht, ob's doch, Touren, geht's dir gut? Ha! Nein, Leute, das ist dieser Spooky Wookie. Was hast du Touren angetan? Noch nicht, aber er hat sich ganz brav ergeben. Wie, er hat sich ergeben? Er kann dich doch einfach zerstören mit einem Schlag der untergehenden Sonne. Ja, aber dann wird er seinen Sohn nie wieder gehabt. Haha, ich bin schlauer als mein Cousin. Alter, ich werde mir dich schnappen, Alter. Zieh dich warm an. Lass die Spiele beginnen. Scheiße, Alter, Leute, der ist total krank. Und der hat Touren erpresst mit seinem Sohn, deswegen hat er sich nicht gewehrt. Okay, der ist wirklich krank, Leute. Wir müssen den Typen stoppen und Touren retten, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. All das im nächsten Teil. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex. Meine Freunde, wir haben ein richtiges Problem. Ihr wisst ja, was letztes Mal passiert ist. Wir sind hier noch bei Tourens Tempel und wir sind richtig traurig, weil, Leute, der Bruder, beziehungsweise der Cousin war es ja, von Hoogie Woogie, dieser Spooky Wookie, hat Touren mitgenommen, Leute. Und wir haben keine Ahnung, wo er ist, Leute. Wir müssen unseren besten Freund Touren retten, Alter. Oh, warte mal, jetzt werde ich hier gerade angerufen. Das ist der doch bestimmt schon wieder. Ja, hallo, wo ist Touren? Wo ist Touren? Was willst du von ihm? Also Touren ist selig gerade, aber den geht's nicht mehr allzu gut. Warum machst du das? Warum entführst du meine Freunde? Das wird sich alles noch zeigen, aber lass mich raten. Du willst Touren wiederhaben. Natürlich will ich Touren wiederhaben. Ja, das hört sich da noch einen guten Grundlage an für einen Deal. Was willst du? Geld? Willst du Geld? Ist mir egal, ich hab Geld. Geld ist nichts wert, mehr zu machen. Und du hast drei Sachen, die du für mich erledigen musst. Okay. Dann kriegst du Touren wieder. Ja, okay, was denn? Als erstes, das ist eins von den drei Sachen ist. Ich will, dass du einen Kampfhubschrauber von Touren besorgst, der für mich ist. Okay, dann ein Kampfhubschrauber, kein Problem, ja? Will ich noch, dass du die Bank ausraubst. Okay, also ist Geld doch interessant für dich. Mir geht's um was anderes, aber das muss ich dir ja nicht verraten. Okay, also ich soll die Bankschließfächer aufbrechen, oder was? Richtig. Okay. Und als letzte Sache, die ich auch noch haben will, wo mein Cousin aus dem Knast. Ah, du meinst Hoogie Woogie? Ganz genau, ich will ihn sehen. Okay, bis wann brauchst du die ganzen Sachen? Oh, ich weiß nicht. Was glaubst du, wie lange Tron mit seinem Hund noch überlebt? Ich würde so sagen 24 Stunden. Hä, was? Sonst werde ich nachhelfen. Oh mein Gott, ja, ist okay, sag mir dann, wo ich hinkommen soll damit. Ich ruf dich an! Scheiße, ey, Leute, ihr habt's mitbekommen, wir haben nur 24 Stunden Zeit, um die ganzen Sachen für diesen Spooky Wookie zu besorgen, ansonsten wird der Touren was antun, Leute. Scheiße, Leute, wir müssen uns direkt ranhalten. Was hat er gesagt? Wir sollen seinen Cousin, den normalen Hoogie Wookie, aus dem Knast rausholen, wir sollen für ihn eine Bank ausrauben
und wir sollen ihm einen Kampfheli von Touren besorgen. Das ist eher das geringste Problem. Ich weiß, dass Touren einen Kampfheli an seinem Helikopterlandeplatz hat. Das ist das geringste Problem. Darum kümmern wir uns später. Wisst ihr was, Leute? Ich werde erstmal damit anfangen, dass wir diesen Hoogie Woogie aus dem Knast rausholen. Ich mache das zwar echt nur ungerne, weil wir haben den erst in den Knast reingebracht, aber anders können wir Touren nicht retten, weil ich weiß auch nicht, wo er ist, Leute. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir Touren retten. Und dann würde ich sagen, Leute, ab zum Gefängnis. Wir müssen diesen Hoogie Woogie da irgendwie rausholen. Und ich hoffe, dass wir irgendwie mit der Polizei da kooperieren können, dass sie mir irgendwie glauben und dass sie halt den Hoogie Woogie deswegen freilassen. Aber ich würde sagen, Leute, let's go. Okay, Leute, wir beeilen uns. Wie gesagt, wir haben nur 24 Stunden Zeit. Da vorne ist auch direkt schon das Gefängnis. So, komm, Kickdown. Oh mein Gott, hier reintriften. So, oh mein Gott, warte mal, hier ist ein Wärter. Ich muss das dem erklären, ich muss mit dem sprechen. Hallo, hey. Hey, haben Sie ein Parkerlaubnis hier, ne? Nein, ey, Sie nee, müssen mir Sie zuhören. Nicht, also parken Sie den Lamborghini weg. Hey, Sie müssen mir zuhören. Ich muss zu diesem Hoogie Woogie. Ey, ja, und ich muss hier den Lamborghini beseitigen, ne? Jeder hat hier was zu tun, ja? Okay, ich parke richtig, fahren aber... Sie weg hier. Dann hören Sie mir aber zu, wenn ich hier richtig parke, okay? Okay, was wollen Sie denn? Ja... Schau mal, mein Freund Turan wurde entführt von dem Cousin von Hoogie Woogie. Spooky Woogie heißt der. Und der lässt ihn nur wieder los, wenn ich ihm seinen normalen seinen Cousin erkläre, den Hoogie Woogie. Der muss aus dem Gefängnis rauskommen. Ja, und ich bin der Weihnachtsmann, oder? Ich hole jetzt auf jeden Fall den Sträfling hier raus, gib ihn dir und gib ihm noch einen schlimmeren Sträfling namens Turan. Ja, super, Alter. Du nein, bist ja hier ein Witzbold. Wusch in die Kamera, ich wusch in die Kamera. Nein, das ist mal, kein ja, Witz. Komm her, Turan, zeig mal, ja, okay. Dieser Spooky Wookie hat Turan entführt, ich will ihn retten. Okay, Hokus Pokus, kleiner Lotus, Abmarsch hier. Ey, Leute, der verarscht mich, der glaubt mir einfach nicht. Ey, abmarsch Scheiße, hier, Mann. Sonst schleppe ich den Wagen ab, ja? Und ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Nicht noch einmal blicken ist ja hier. Okay, ich gehe ja schon. Glaube ich, Feierchen 5. Ey, Leute, er glaubt mir einfach nicht. Oder, ich meine, er hat auch irgendwo, kann ich ihn ein bisschen verstehen, weil ich sage, Touren retten und Touren, ja gut, ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Freund der Polizei. Aber wisst ihr was, Leute, wir kennen ja hier zum Glück diesen Fluchttunnel von Touren. Wenn er uns nicht normaler ins Gefängnis reinlässt, dann werde ich halt ins Gefängnis einbrechen, um diesen Hoogie Woogie zu befreien. Ich mache das zwar echt nicht gerne, weil wir diesen Hoogie Woogie gerade erst in den Knast gebracht haben, aber Leute, für Touren machen wir das natürlich gerne. So Leute, natürlich, Touren hat auf Ehre hier natürlich immer sein Fluchtmotorrad stehen für den Tunnel, Leute. Und dann würde ich sagen, Kickdown! Oh mein Gott, ist hier dunkel. Oh mein Gott, ist das hier dunkel, durch diesen Tunnel zu fahren. So, komm, noch ein Stück. Gleich sind wir da. Wir fahren einfach hier mitten unter dem Gefängnis durch. Durch Tourens, oh Gott, oh. Durch Tourens geheimen Tunnel. Okay, wir sind hier gecrashed. Hier geht's hoch. Ich hoffe, ich habe auch Waffen dabei, aber ich glaube, ich habe Waffen eingepackt, Leute. Okay, hier, wir sind jetzt im Gefängnis drin. Wir müssen jetzt richtig... Oh, nein. Ja, hör mir mal zu, ja? Warte, ich höre hier schon jemanden. Ey, ja, da war irgendein Typ mit einem Lambo. Ich habe ein unwohles Gefühl gedacht, ne? Also vielleicht müssen wir wirklich mal das Gefängnis ein bisschen absichern, ja? Bei Hoogie Woogie, da ein paar Einheiten hinschicken, ja? Steht da, ich weiß nicht, ja. Irgendwas, ich habe kein gutes Gefühl, ja? Alles klar, ne? Okay, ciao, gell? Okay, Leute, der hat aufgelegt. Tag, Alter. Komisch. Geschlafen. Perfekt, Leute. Wir haben ihn ausgenockt. Geh schlafen. Okay. Ey, wisst ihr was, Leute? Ich habe eine richtig gute Idee. Ich werde mir das Funkgerät von dem Typen hier mitnehmen und dann kann ich immer so Funksprüche sagen und durchgeben, dass die Wachen irgendwie auf der Position weggehen sollen, dass der Hoogie Woogie nicht mehr bewacht wird. Okay, warte, wir nehmen kurz hier das Funkgerät von dem hier weg. Check, alle Einheiten bei Hoogie Woogie platziert. Oh, warte, ich höre gerade auch einen Funkspruch, sehr gut. Okay, Leute, wir haben uns das Funkgerät geschnappt, wir checken mal, ob das funktioniert. Check, hallo, könnt ihr mich hören? Check. Check, wir hören dich, check. Oh, nice, Leute, ich bin in Funkkontakt mit den Wachen. Ich werde jetzt da alle ein bisschen weglocken, aber wir gehen jetzt erstmal da in den Zellentrakt rein. Check, Wachenwechsel für Hoogie Woogie Bereich. Wachenwechsel, ihr könnt euch frei nehmen jetzt heute. Check, wir sind hier viele Wachen. Check. Hä, wie, was sagt der? Viele Wachen? Warte mal, ich muss jetzt nochmal einen Funkspruch durchgeben. Check, oberste Anweisung vom Präsidenten. Alle Wachen sollen weg von Hoogie Woogie. Er soll nicht mehr bewacht werden. Check. Check, Fehlalarm. Check. Hä, Fehlalarm? Die wollen da nicht weggehen. Okay, Leute, vielleicht muss ich das doch irgendwie selbst in die Hand nehmen. Okay, warte, so, wir nehmen jetzt hier. Oh nein, jetzt bin ich hier schon wieder rausgegangen. So, Leute, wir nehmen jetzt hier mal eine Waffe in die Hand und ich werde jetzt hier einfach jeden abknallen. Wir müssen diesen Hoogie Woogie hier rausholen, auch wenn ich es nicht gerne mache. So, ist jemand? Okay, hier ist der Bereich frei. So, da rein. Oh mein Gott, nein, Leute, hier sind ja richtig viele Wachen drin. Wo sind Sie denn? Oh, nein. Komm, geh schlafen. Oh mein Gott, Leute, wir haben 5 Sterne bekommen. Die Wachen haben uns erwischt. Hier waren ja richtig viele Wachen. So. Oh, ich hab doch gesagt, alle Wachen, nehmt euch frei heute. Verstärkung im Zellentrakt G32. Nein, die wollen Verstärkung holen. Aber egal, ist mir egal. Hoogie Woogie, komm raus. Max. Warte, ich schließ dir auf hier.
So, du hast, heute ist dein Glückstag. Ich werde dich hier rausholen, weil dein Cousin Touren entführt hat. So, komm mit, komm mit, komm mit. Und wenn du Faxen machst und mir in den Rücken fällst, dann werde ich dich fertig machen. So. Alles gut. Upsala. Ich habe aus Versehen draufgetreten auf den Nuckknopf von einem Wärter. Tut mir leid. Ist mir egal. Lauf mir hinterher. Ich werde uns jetzt hier rausbringen, okay? So, okay, 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 okay. So, bleib dich bei mir, Hoogie Woogie. Bleib dich bei mir. Hier durch. Du hast mich ja super gern, Max. Hast du mich ja so gedacht? Ich hasse dich, aber ja, wenn ich dich nicht raushole, dann wird mein besten Freund Touren was passieren. So, mitkommen, bleib bei mir. Ja, okay, okay, ja. Leute, hier sind richtig viele Wachen. Oh mein Gott, Polizei da vorne. Los, hier lang. Hier nach hinten, Hoogie Woogie. So, komm, hier durch. Los, Hoogie Woogie. Wir haben 5 Sterne, die kommen. So, komm. Ey, Leute, jetzt muss ich auch noch Hoogie Woogie, meinem größten Feind, helfen. Okay, hier durch den Fluchttunnel, durch den Fluchttunnel. Los, komm. Hier ist der Fluchttunnel. Genau, hier runter. Oh mein Gott, Leute. So, wir haben immer noch 5 Sterne, So, okay. Jetzt komm, steig auf das Motorrad auf. Steig auf, Hoogie Woogie. Ja, ist ja okay. Und let's go, Leute. Wir haben Hoogie Woogie auf dem Motorrad hinten drauf. Oh, schnell hier raus. Das ist ja der geheime Tunnel, von dem Twan immer entkommt. Ja, das ist Tourens geiler Fluchttunnel. Oh mein Gott, oh, Alter. Was ist hier denn los? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich eine Schutzsicherheitsweste an. Danke für das Motorrad. Nein. Scheiße, jetzt will dieser Hoogie Woogie auch noch abhauen. Oh mein Gott, was ist hier los, Mann? Oh, shit. Die haben uns hier schon erwartet. Oh, jetzt habe ich auch noch 5 Sterne und dieser Hoogie Woogie haut ab. Verdammt, Leute, wir müssen da schnell hinterher. So, komm. Bleiben Sie stehen. Ah, nein, Mann, die Polizei checkt das nicht, dass ich das einfach nur mache, um Touren zu retten. Mann, wo ist der denn jetzt hingefahren, dieser Hoogie Woogie? So, der ist irgendwo hier in diese Richtung gefahren. Bleiben Sie stehen, sonst müssen wir die Raketen zünden. Oh nein, jetzt wollen die auch noch mit Raketen auf mich schießen. Wo ist dieser Hoogie Woogie hin? Nein, Leute, nein. So, oh mein Gott, was ist denn hier los? Wie viel Polizei ist denn hier im Einsatz? Boah, ich drifte hier so rum im Schnee. Ich hätte lieber den Range Rover nehmen sollen. Mann, wo ist der Typ denn jetzt hin, ey? Ich brauche den, damit Touren wieder freigelassen wird. Wir müssen ihn auf jeden Fall uns wieder schnappen. Scheiße, Mann. Dieser kleine Stück Scheiße. Wo ist der Idiot? Wir müssen uns den auf jeden Fall holen. Wenn ich den kriege, werde ich den direkt ausnocken, dass der nicht mehr abhauen kann. So, aber erstmal muss hier die Cops loswerden, Leute. Verdächtiger blauer Lamborghini, verfolgt auf dem Highway, Richtung Abspülungen. Leute, wir müssen überlegen, wo könnte dieser Hoogie Woogie abgehauen sein? Der ist bestimmt hier auf dem Weg zum Flughafen, hier bestimmt auf dem Weg zum Rollfeld, um abzuhauen. So, komm, Leute, wir fahren mal hier kurz zu Travers Airfield. Der will hier bestimmt sich ein Flugzeug schnappen und dann irgendwie abhauen. Aber so nicht, Leute, der wird nicht entkommen. Weil sonst werde ich natürlich Touren auch nicht bekommen, wenn er nicht dabei ist. Ihr versteht schon, Leute, er ist Teil des Plans von Spooky Wookie. Und ohne ihn kriegen wir Touren nicht wieder. Oh mein Gott, nein. Es ist auch richtig schwierig, 5 Sterne loszuwerden. Komm, egal, sollen die auf mich schießen, mein Lambo ist gepanzert, kein Problem für mich. Oh mein Gott, Leute, ich hab's geschafft. Gerade eben sind die 5 Sterne weggegangen. Nice, die Polizei sucht mich nicht mehr. Aber das Problem ist, wir müssen immer noch diesen Hookie Wookie finden. Hey, warte mal, da vorne, das ist er doch auf dem Motorrad. Ey, da ist er doch. Ey, Hoogie Woogie, hör auf! Nein, der will entkommen. Hier ist schon ein Flugzeug. Ach, so. Ey, wenn du in das Flugzeug steigen willst, du kannst es versuchen, aber ich werde dich in die Luft jagen. Weg von dem Flugzeug! Was passiert da mit Twan? Scheiß, Mann, Leute, ich muss ihn irgendwie ausnocken. Warte, wisst ihr was? Ich werde ihn einfach elektroschocken. Ja, okay, weißt aber geh schlafen! So, Idiot. So, versuch nicht mehr abzuhauen, ja? So. Okay, Leute, ich werde ihn jetzt hier mal ein bisschen... Touren wird sterben, sagst du? Du gehst jetzt erstmal schlafen, ey. So. Okay, perfekt, Leute. Ich werde ihn jetzt erstmal mitnehmen, Leute. Ich werde ihn bei mir in meinem Haus irgendwo einsperren, dass der nicht mehr abhauen kann. Und dann müssen wir ja immer noch 2 andere Sachen besorgen, um Touren zu retten, Leute. So, aber ich würde sagen, wir nehmen ihn jetzt erstmal mit zu uns, sperren ihn irgendwo ein, damit der nicht mehr abhauen kann, Leute. Let's go. Boah, Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Ich werde ihn einfach in unserer Garage einsperren. Perfekt. Weil ich glaube, der wird eh noch eine Weile schlafen, aber selbst wenn der aufwacht, dann ist der hier drin eingesperrt in unserem Garagenhaus. So, komm mit. Komm, hier. Dummer Hoogie Woogie, ey. Komm, geh auf Garagentor. Geh auf. Wir müssen uns beeilen, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wow! Leute. Paul Berger? Was ist das für ein Ding? Paul Berger, das ist Hoogie Woogie. Ja, ey, der ist richtig böse. Der ist böse. Bleib hier. Ja, ich bleib doch. Ja, geh hier weg. Geh hier bitte raus. Mach die Garage nicht auf, okay? Paul Berger, wirklich. Es geht um deine Gesundheit. Der hat dich erst entführt. Der hat Touren entführt. Geh einfach da weg. Lass die Garage zugehen und die Garage bleibt verschlossen, okay? Oh, ah, und weißt du was? Paul Berger, ich habe eine gute Idee. Willst du dir was dazu verdienen?
Ja. Willst du eine PlayStation 5 bekommen? Ja. Okay, ich gebe dir jetzt eine Waffe. Okay. Hier, nimm mal die Waffe gleich in die Hand. Danke. So, und wenn Hoogie Woogie gleich abhauen will, dann darfst du ihn abknallen, okay? Darf ich jetzt schon abknallen? Nein, nein, ich brauche den lebend. Ansonsten will sein Bruder, sein Cousin Touren was antun, okay? Pass hier auf den auf, dass er nicht abhaut, okay. Ja? Okay, Paul Berger, du machst das. Tschüss. Leute, ich hoffe, Paul Berger schafft das und macht mal keine Scheiße, Leute. Aber wir müssen ihm jetzt einfach mal vertrauen. Weiter geht's, denn wir müssen jetzt noch die Bank überfallen, Leute. Oh Gott, das wird ja auch wieder... Oh, Scheiße, ey. Heute machen wir uns richtig strafbar, aber was wir nicht alles für unseren besten Freund machen. Zum Glück wissen wir, dass Touren auch einen Einbruchstunnel in die Bank hat, Leute. Let's go, wir fahren da jetzt hin und werden die Bank ausräumen. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in der Nähe von der Bank und irgendwo hier müsste doch hier in dieser Seitengasse diese... Ihr wisst schon sein, diese Garage von... Touren mit dem geheimen Tunnel für in die Bank. Wir werden das ganz schnell machen, Leute, weil wir haben nicht mehr viel Zeit, um Touren zu retten. Das muss jetzt hier ganz, ganz schnell gehen. So, zack, Waffen raus. Let's go, let's go, let's go. Okay, warte, irgendwo hier hinten müsste das doch versteckt sein. Hier. Perfekt, Leute. Genau hier drunter ist der geheime Fluchttunnel von Touren. Haha. Let's. Oh mein Gott. Alter, ey, Touren muss echt mal wieder seine Stromrechnung bezahlen. In all seinen Tunneln. Es ist richtig dunkel, ey. Hier müsste das sein. Schnell durch, Leute. Okay, wir machen das ganz ruhig. Ich hoffe, wir schaffen das sogar, ohne den Alarm auszulösen. Vielleicht kriegen wir das sogar hin da in dem Tresorraum, ohne dass der Alarm ausgelöst wird. Okay, noch ein Stück. Gleich müsste das kommen. Ey, das ist echt unheimlich, irgendwie hier in so einem dunklen Tunnel durchzulaufen. Aber wir müssen jetzt hier, schaut mal auf die Minimap, wir müssen jetzt genau unter der Bank sein. Hier, Leute, genau hier. Let's go. Okay, jetzt müssen wir nur noch Sprengladung dran machen. So, und dann einmal Sprengung. Bam. Hat's funktioniert? Ja, perfekt, es hat funktioniert. Oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Scheiß Mann, scheiß Mann, scheiß Mann. Ey, da war jemand. Da stand eine Wache, da stand eine Wache. Gar nicht gut. Aber okay, schnell jetzt hier die... wir müssen jetzt hier alles mitnehmen. Ey, Leute, okay, wir packen jetzt schnell eines ein. Wir nehmen hier einfach diese Box mit. Das ist, glaube ich, die Box, die Hoogie will, weil die hier extra nochmal bewacht wird in dem Tresorraum. Und, oh, nein, 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 Leute. Wir haben schon 5 Sterne. Wir haben 5 Sterne. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Okay, warte, wisst ihr was? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich werde hier aus der normalen Bank einfach ausbrechen. Ist mir egal. So, komm, komm, komm. Oh mein Gott, da ist noch jemand. Alle Sicherheitsleute weg. Alle Sicherheitsleute weg, Mann. So, für Touren. Und jetzt fehlt uns gleich nur noch der Helikopter. Oh mein Gott, ist hier viel los. Oh, shit, shit, shit. Oh mein Gott, wie viele hier kommen. Achtung, Achtung, wir haben ihn, der ist hier unten. Scheiße, Mann, ey, die wollen mich hier... Roger, das wir haben ihn. Alter, wie viele hier reinkommen, Mann, was ist los? Geben Sie auf, Sie haben keine Chance. Ich werde niemals aufgeben. Widerstand ist zwecklos, ich wiederhole, Widerstand ist zwecklos. Ey, Leute, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich hier aus dem Haupteingang abhauen will, aber ich habe eine Idee. Ich will mir nämlich einen Polizeiwagen klauen, um dann einfach direkt als Polizei getarnt abzuhauen. Das ist mein Plan, Leute. So, warte, da ist noch einer, da hinten ist noch einer. Wir kämpfen uns hier durch, wir kämpfen uns hier durch. Oh mein Gott, ey, das gesamte Gebäude ist richtig umstellt. So, hier geht... Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Niemals. Zwecklos. Okay, Leute, wir brauchen jetzt, glaube ich, ein bisschen die härteren Geschütze. Bam! Oh mein Gott, hä? Was? Von hinten da? Schießt noch einer? Wir brauchen mehr Einheiten. Von hinten, vom umstelltes Gebäude, Oh mein Gott, die kommen durch den Hintereingang rein. Wie viele sind das? Wir haben ihn. Das ist jetzt der Moment, um abzuhauen. Wir brauchen einen Polizeiwagen. So, komm, wir werden jetzt hier mit diesem Polizeiwagen abhauen und dann irgendwie ein bisschen untertauchen. Wir haben ihn, umstellt ihn, schießen, Feuerfall. Nein. Oh, er versucht zu fliehen. Ihr kriegt mich niemals! Okay, perfekt. Ich habe diese Box geklaut. Boah, Leute, sehr gut. Der Plan ist aufgegangen. Ey, wir werden nicht mehr von der Polizei verfolgt, weil wir hier einfach mit dem Streifenwagen untergetaucht sind. Und jetzt holen wir uns hier noch den Kampfhelikopter von Touren. Der steht natürlich hier an dem Helikopterlandeplatz, direkt hinter seinem Tempel. Das ist auf jeden Fall ein fetter Kampfheli, Leute. Oh, Touren, es tut mir leid, dass ich hier dein Spielzeug verschenken muss, aber ich werde dir einen neuen Heli kaufen. Aber wir müssen jetzt erstmal dein Leben retten. Und ich hoffe, Leute, dass dieser Spooky Wookie nicht irgendwie die Stadt damit angreifen will. So, okay, wir haben den Heli und jetzt fliegen wir als erstes mal nochmal bei uns zu Hause vorbei und werden den Hoogie Woogie, der hoffentlich noch schläft, Leute, den werden wir mitnehmen. Und warte mal, mein Handy klingelt. Hallo? Nein, Spooky Wookie. Ja, ist gut, ich hab alles. Wo sollen wir uns treffen? Na, an einem Ort, den du sehr gut kennst. Der Turm von Touren. In Tuans Turm? Richtig. Okay, gib mir ein paar Minuten. Ja, ich hab alles. Ich geh jetzt noch deinen Bruder oder Cousin holen. Sonst wenn ich anfange, Tuans Finger abzuschneiden. Wow, ja okay, ich beeil mich ja. Lass Tuans Finger in Ruhe. Bis gleich.
Okay, ey, das ist voll der Psycho, ey. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen, nicht, dass der Turm was antut. Wir sollen uns bei Turns Turm treffen, Leute. Ihr kennt das. Das hat, was ich Turn mal zum Geburtstag geschenkt habe. So, jetzt aber erstmal schnell zu uns fliegen. Hier vorne müsste gleich irgendwo unser Haus kommen. So, ich hoffe, dass alles gut läuft, dass er nicht abgehauen ist, Leute. Ich hoffe, Paul Berger hat gut auf den aufgepasst. Ansonsten haben wir ein Problem, weil jetzt nochmal Zeit haben, um den einzufangen. Ich glaube, das wird schwierig. So, oh mein Gott, ich bin noch nicht so auf den Kampf-Heli von Turn geflogen. So, komm, wir müssen hier in unsere Einfahrt landen. Okay. So, sehr gut. Sehr gut. Paul Berger? Los geht's! Wo bist du? Hier schlägt du. Paul Berger, da bist du ja. Hat alles gut funktioniert? Ja, klar. Okay, gut. Du hast hier eine PlayStation 5 verdient. Kriegst du. So, danke. Da hinten ist dieser Hoogie Woogie, der Stück Scheiße. So, Hoogie Woogie. Aufwachen. Der schläft immer noch. Okay, gut. Dann werde ich ihn mitnehmen. Der ist immer noch ausgenockt. Ich hoffe nur, dass der langsam... Ah ja, okay. Er gibt Geräusche von sich. Nicht, dass der Spooky Wookie noch denkt, der ist tot und dann will er irgendwie Touren was antun. Aber okay, so schnell. Hat aber alles funktioniert. Das heißt, wir haben die Ware, wir haben das Ding, was wir aus dem Banktresor geklaut haben, was irgendwie nicht genau weiß, was das ist. Es ist kein Geld. Keine Ahnung, was das genau ist. Aus dem Bankschießfach, dann haben wir seinen Cousin, den normalen Hoogie Woogie und den Kampfheli. Wir haben alles. Komm. Jetzt nur noch Touren retten. Jetzt einfach nur noch schnell zum Übergabeort fliegen, zu Tourens Turm. Und ich hoffe, dann können wir ihn retten. Let's go, Leute. Oh, Leute, okay, ihr könnt schon sehen. Hier ist Turns Turm, Leute. Das höchste Gebäude der Stadt für den größten Mann der Stadt, Leute. Ihr wisst Bescheid, da oben ist es. Wir werden da landen. Oh mein Gott, alleine was der alles über Turn weiß von seinen geheimen Gängen und seinen Turm und so, der muss den echt lange studiert haben. Okay, wir müssen mal gucken, wie wir den Heli hier landen. Kann ich hier drin landen? Ich weiß gar nicht. Nee, ich werde hier oben drauf landen. Hier. Da ist extra dieser Helikopterlandeplatz. So, okay. Und aussteigen. So, los, Hoogie Woogie, mitkommen. Kannst du mittlerweile wieder selbst laufen? So, komm, geh runter. So, wenn du eine falsche Bewegung machst, werde ich dich hier den Turm runterwerfen. Haben wir uns verstanden? So, mitkommen. Okay, Leute, wir sind mit dem Fahrstuhl jetzt hier runtergefahren. So, Hoogie Woogie, wenn du jetzt eine falsche Bewegung machst, knall ich dich ab. Mitkommen. Spooky Wookie. Max. Ich hab alles, was du willst. Der Kampfheli ist auf dem Dach. Hier ist dein Cousin. Und die Ware aus dem Schließfach ist auch im Dach. Als allererstes Mal, dass du deine Waffen alle wegschmeißt. Wie meine Waffen wegschmeißen? Schau dir mal jetzt vorne um, da sind ein paar Bomben neben ihm. Alter, was soll die Scheiße? Ich hab gemacht, was du wolltest. Warum sind Bomben um Turn rum? Ich will, dass du die Waffen wegschmeißt. Okay, ich werde meine Waffen wegwerfen. Oh nein, Leute. Ey, Leute, ich hab meine ganzen Waffen weggeworfen. Ihr könnt sehen, ich hab nichts mehr hier. Okay, ja, ich hab nichts mehr. Aber jetzt lass uns in Ruhe. Was hast du mit Turn? Geht's dir gut? Turn! Er ist nicht ansprechbar, nein, Karl. Nein. Max. Ja, was denn? Du hast einen Fehler in deinem Leben gemacht. Nein, zwei. Wie zwei Fehler? Fehler? Du hast dich mit der Hoogie-Woogie-Familie angelegt. Und der zweite ist, du hast dir vertraut. Warum du hier bist, ist nicht, dass ich dir Twan gebe. Wir kennen Twan seine Geheimnisse jetzt, dank dir. Das heißt, er hat keinen Wert mehr für uns. Ey, wir hatten einen Hoogie. Deal, wir hatten eine Abmachung. Was soll die Scheiße? Und was willst du überhaupt mit dem Kampfheli, mit dem Ding, was ich aus dem Banktresor geholt habe und mit deinem Cousin? Wir können endlich die Minigun benutzen von Twan. Wir können sie endlich benutzen. Sie hat einen Passwortcode gehabt und in den Tunnel waren verschiedene Hinweise, um die herauszufinden. Oh nein, er hat Twans Minigun und Twans Helikopter. Ach du Scheiße, ich glaube, diese Hoogie-Woogie-Familie will die ganze Stadt zerstören. Geh dich von deinem kleinen Freund verabschieden, weil gleich mit Hoogie... Nein. Scheiße, Mann. Worte. Scheiße, Mann, Leute. Turn, bist du da? Max. Turn, Alter, ich weiß nicht, was machen soll. Ich habe keine Waffen mehr. Hol meine Hand. Wie, wer sagt, soll seine Hand halten? Ja, Turn, was, warum soll ich deine Hand halten? Max, kann sein, dass dein Arm geblockt ist danach, aber nimm meine Kraft, glaub an dich und setz es ein. Der Schlag der 100, der 1000. Turn, ich bin nicht bereit dazu. Nein, Turn. Nein. Komm, Hoogie, wir werden jetzt zwar runterschmeißen. Nein, Leute, die wollen... Ich muss es einsetzen, ich muss es versuchen. Turn hat mir die Kraft gegeben. Schlag der 1000 untergehenden Sonnen. Oh. Alter, Leute. Ich glaube, ich hab's geschafft. Oh, Alter. Ah, oh, scheiße, ich glaube, mein Arm ist gebrochen, Mann. Oh mein Gott. Turn! Max! Turn, ich glaube, ich hab's geschafft. Es ist dunkel geworden.
Ich hab den Schlag der tausend untergehenden Sonnen gemacht. Oh nein, nein, nein. Tuan, geht's dir gut? Mir geht's schon irgendwie gut. Ich hab den Schlag geschafft, Tuan. Und Spooky Wookie und Toogie Woogie geht... Oh, warte, der hat sich da hinten noch bewegt. So, Hoogie Woogie, du Stück Scheiße. Ich hab ein für alle Mal deine ganze Familie zerstört. Leg dich nie wieder mit uns an. Ja, ja, sei besser leise. Hex? Ja, ja. Glaub, du musst mich runterklagen. Ich hab keine Kraft. Keine Sorge, mehr. Keine Sorge, ich werd's schaffen. Okay, Leute, wir haben Touren. Wir haben die Hoogie Woogie Familie zerstört. Ich glaube, es ist alles endlich vorbei, Leute. Schreibt in die Kommentare, denkt ihr, wir haben die ein für alle Mal fertig gemacht. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crime Extreme.